So, ein ganz herzliches Willkommen zur Veranstaltung Green Cities 2035. Welche Beteiligungskultur braucht das 1,5-Grad-Ziel? Jetzt geht es endlich los. Das Schweigen im Walde ist beendet. Wir haben im Hintergrund der Technik noch ein bisschen geruckelt. Das Thema Klimaneutralität in Kommunen ist ein sehr ehrgeiziges Ziel und vor allem es ist notwendiger denn je. Und diese Transformation wird nur dann erfolgreich sein, wenn sie auch als Gemeinschaftsprojekt insbesondere mit allen BürgerInnen vor Ort umgesetzt wird. Warum das so ist und welche Ansätze für die Beteiligung der BürgerInnen daher notwendig sind, das wollen wir heute aufzeigen und mit Ihnen diskutieren. Mein Name ist Hanna Büttner und ich durfte bereits die vergangenen zwei Veranstaltungen von Green Cities 2035 moderieren und freue mich ganz besonders auf die heutige Veranstaltung zum Thema Beteiligung. Und das Thema scheint auch auf großes Interesse zu treffen, großes Interesse zu stoßen. Es sind sehr viele da. Wir freuen uns sehr über diese große Resonanz an diesem schönen Abend. Damit sind wir startklar und es geht erstmal inhaltlich los mit dem Auftakt mit den VeranstalterInnen, die ich jetzt hier zu mir auf die Bühne bitte, und zwar Judith Utz und Sabine Drewes. Genau, herzlich willkommen. Jetzt sind wir hier zusammen auf der Bühne. Frau Utz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im DIFU, im Deutschen Institut für Urbanistik, und die Abkürzung SK-KK steht für Service- und Kompetenzzentrum kommunaler Klimaschutz. Und Sabine Drewes von der Heinrich-Böll-Stiftung ist dort Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung. Sie haben diese Veranstaltungsreihe organisiert, konzipiert. Und Frau Utz, ich frage Sie mal als Erstes, warum ist Beteiligung im Klimaschutz wichtig? Es ist wichtig, weil es sozusagen eine Bedeutung für den Erfolg vom Klimaschutz hat. Auf unserem Projekt-Rollup, das ich hier nochmal kurz zeige, von unserem SKKK, mit dem wir durch die ganze Republik tingeln und auch zum Klimaschutz beraten, steht eben, Klimaschutz ist Teamarbeit. Und das stimmt aus meiner Sicht mindestens doppelt. Wir kommen immer in die Stadtverwaltung, in die Gemeindeverwaltung und sagen, Klimaschutz muss im Verwaltungsquerschnitt angesiedelt werden, vom ÖPNV-Paket für die NeubürgerInnen bis zur Abwärmenutzung beim Entsorgungsbetrieb. Aber noch wichtiger sind eben alle Menschen, die vor Ort leben und wirtschaften, denn die Energieverbräuche der Kommune selbst, die sie sozusagen selbst als Verbraucher verursacht, sind eigentlich verschwindend gering im Vergleich zu dem, was die Gesamtkommune ausmacht. Also in der Bilanz macht das zwischen 1-5%, wenn es hochkommt, aus. Das heißt, die Menschen mitnehmen und beteiligen und auch zum Klimaschutz zu sensibilisieren, ist zentral, wenn man das Ziel der Klimaneutralität erreichen will. Und genau, Kommunen haben auch geeignete Instrumente, um hier anzusetzen. Das genau haben viele quasi, es gibt viele Anleitungen, Handlungsempfehlungen, aber auch eben die Ergebnisse, dass es tatsächlich auch die Kommunikation und die Sensibilisierungsmaßnahmen einen echten Effekt auf die Treibhausgasminderung haben. Genau, deswegen müssen Kommunen ihren Blick weiten, die Menschen mitnehmen und beteiligen. Und genau, deswegen finde ich das Thema besonders spannend und freue mich schon auf die Diskussion. Danke. Vielen Dank, Frau Utz. Ja, Frau Drewes, auch nochmal aus Ihrer Perspektive. Warum müssen klimaneutrale Kommunen über Beteiligung sprechen? Ja, zunächst herzlich willkommen auch von mir zu dieser Veranstaltung von Green Cities 2035 zum Thema Klimaschutz und Beteiligung. Ja, Beteiligung ist ja das Elixier der Demokratie, das Lebenselixier. Man kann in einer Demokratie keine Politik gegen eine Mehrheit der BürgerInnen vor Ort machen, weder in Kommunen noch auf anderen Ebenen. Und ambitionierte Kommunen wollen ja schnellere und radikalere Veränderungen, als das lange Zeit üblich war. Das ist sozusagen ein gewisser Paradigmenwechsel, und dieser schnelle Umbau zu Klimaneutralität und Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist natürlich auch mit Kosten und Krisen verbunden, besonders in dem Umfeld, in dem das gerade stattfindet. Ich sage da nur als Stichwort die fossile Inflation, das verunsichert und überfordert viele BürgerInnen.
Und gerade Kommunen sind gute Begegnungsorte und Gemeinschaftsorte und deswegen auch gute Orte für Kommunikation, dass Veränderungen notwendig sind und Kooperation über das Erreichen der Ziele. Also wie erreichen wir die Ziele? Und wir haben das als Überschrift gewählt, Klimaschutz muss ein Gemeinschaftsprojekt vor Ort werden. Das ist ein Motto dieser Veranstaltung, aber ja auch das Motto eigentlich dieser Veranstaltungsreihe insgesamt. Und wie das eigentlich genau gehen soll, darüber wollen wir heute sprechen. Und ich freue mich wirklich sehr über unsere tollen Referentinnen und freue mich total auf eine spannende Diskussion. Vielen herzlichen Dank, Sabine Drews und Judith Utz, für die Einstimmungen auf das Thema. Da sind schon ganz viele wichtige Themen auch angesprochen worden. Wir steigen jetzt ein mit einem Impulsvortrag und anschließend einem Impuls aus der Praxis. Ich sage schon mal praktisch an der Stelle, wenn Sie zu diesen beiden Inputs Fragen haben, können Sie das, während Sie den Vortrag und den Kommentar hören, einfach wieder über das Frage- und Antworten-Tool machen. Und im Anschluss an beide Beiträge werde ich dann Ihnen die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen. Oder ich werde dann schauen, was aufgelaufen ist und dann auch die Fragen an die ReferentInnen stellen. Als erstes bitte ich auf die Bühne zu mir, Frau Stefanie Bock. Sie ist Geografin und promovierte Planungswissenschaftlerin. Und Frau Bock leitet das Team Stadt und Raum am Deutschen Institut für Urbanistik. Sie ist Expertin für Beteiligung in verschiedensten Facetten und forscht auch zu verschiedensten Aspekten der räumlichen Planung, begleitet seit vielen Jahren und evaluiert auch kommunale Programme und Förderschwerpunkte des Bundes, wirkt in zahlreichen Arbeitsgruppen mit, unter anderem beispielsweise auch im Arbeitskreis Bürgergesellschaft und Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und Frau Bock wird uns heute einen Input geben zum Thema, wie Kommunen im Klimaschutz mit den BürgerInnen besser zusammenarbeiten können und hat uns dazu auch eine PowerPoint mitgebracht. Und die nächsten 15 Minuten auf der Bühne sind Ihres, Frau Bock. Ich bin schon sehr gespannt auf Ihren Beitrag. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und wie schön, dass ich heute hier den Start machen darf. Darüber freue ich mich sehr. Ich werde in der Kürze der Zeit, viel ist es nicht, es gäbe viel zu sagen, versuchen, verschiedene Wege aufzuzeigen, wie Kommunen im Klimaschutz mit den BürgerInnen besser, Fragezeichen, zusammenarbeiten können, aber auch ein paar Herausforderungen skizzieren. Das, was Sie hier zum Einstieg sehen, ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Das sind so ein bisschen die gängigen Antworten. Wie ist das, wenn Kommunen und BürgerInnen zusammenarbeiten? Da gibt es langjährige Erfahrungen, die schwierig sind. Es gibt Vorurteile, es gibt Meinungen. Es ist ein lange erforschtes, lange praktiziertes Feld, in dem nicht alles so ganz einfach ist. Hinzu kommt, die lokale Umwelt- und Klimapolitik ist kein neues Thema und die Beteiligung an diesem Thema ist auch kein neues Thema. Agenda 21, die Debatten um Nachhaltigkeit sind schon lange, lange erprobte Felder in den Kommunen, in denen sowohl top-down als auch und noch viel, viel breiter Bottom-up-Aktivitäten stattgefunden haben. Das heißt, wir haben es gewissermaßen mit einem alten Hut zu tun. Wir können aber auch es positiv gewendet sehen. Wir können auf langjährige kommunale Erfahrungen und Praxis zurückgreifen. Denn es geht jetzt darum, die Schnittstelle zweier Querschnittsthemen zu finden, ohne dass dabei ein großes Kuddelmuddel oder ein großer Knotenball rauskommt, wenn die Schnittstelle Klimaschutz und die Schnittstelle Beteiligung zusammenkommen. Und dass es kein alter Hut ist, zeigt sich auch darum, dass Bürgerengagement, Bürgerinnenbeteiligung beim Klimaschutz notwendiger sind denn je. Das haben die langjährigen Erfahrungen der letzten Zeit vor allem gezeigt. Denn ohne die öffentliche Klimadebatte, ohne den Druck der Straße, Fridays for Future und was uns noch alles einfällt, wären die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse nicht auf der Tagesordnung der politisch und auch wirtschaftlich Verantwortlichen gelandet.
Und das ist in der Anmoderation schon deutlich geworden, politische Entscheidungen müssen von der Öffentlichkeit getragen werden. Das heißt, dort gibt es eine enge Verknüpfung. Aber auch Einzelpersonen sind natürlich verantwortlich, zum Klimaschutz beizutragen. Und die Klimapolitik braucht die VerbraucherInnen. Das heißt, zur Bewältigung dieser großen Aufgabe können nicht alle nebeneinander agieren, sondern auch das ist schon sehr deutlich gesagt worden, es geht um das Gemeinschaftsprojekt Klimaschutz, an dem kommunal Verantwortliche in Verwaltung und Politik und BürgerInnen und Zivilgesellschaft an einem Strang ziehen müssen, weil nur so diese große Herausforderung gelöst werden kann. Und wie das aussehen könnte, möchte ich in verschiedenen Formen der Zusammenarbeit im Folgenden skizzieren. Genau ausführen kann ich es angesichts der Zeit nicht. Ein erster und vielleicht auch der einfachste Schritt ist die Sensibilisierung, die Überzeugung und die Motivation. Und das ist in dem Verständnis, wie ich es hier vorstelle, ein klassischer Top-Down-Ansatz. Das heißt, es geht darum, die Menschen vor Ort von der Notwendigkeit des Klimaschutzes zu überzeugen und auch zu eigenen Aktivitäten anzuregen und so Akzeptanz für Maßnahmen des Klimaschutzes, für Projekte herzustellen und vielleicht auch ein Stück Identifikation mit diesem Thema zu erzeugen. In dem Bereich haben Kommunen viele, viele Projekte ausprobiert, setzen sie um, indem sie beispielsweise Zielgruppen direkt ansprechen, indem sie proaktive Energieberatungen in anderen Formen als hinter geschlossenen Türen anbieten, indem es Wettbewerbe zu Klimaschutz gibt. Aber auch BürgerInnenbefragungen sind so eine Form, sehr niedrigschwellig ein Thema auf die Agenda zu bringen. Natürlich die ganz, ganz große Palette von Veranstaltungen, aber auch Projekte, die sich gezielt mit Bildung beispielsweise an den Volkshochschulen beschäftigen. Einen Schritt weiter und gewissermaßen die klassische Form der BürgerInnenbeteiligung sind Ansätze, wo es darum geht, das Know-how der Menschen vor Ort in Projekte, in Prozesse, in Planungen einzubinden und zu kooperieren. Da geht es dann darum, Dialoge zu führen, Wissen abzurufen, einzubinden, Wissenslücken der Verwaltung auch zu schließen, um vor allem die Qualität der Konzepte und Maßnahmen zu verbessern. Die vielen, vielen Modelle, die einem dazu einfallen, die vielen Projekte sind Ihnen allen bekannt. Es geht um die Beteiligung an Klimaschutzplänen. Es geht um Planungswerkstätten, Zukunftswerkstätten, Open Space Konferenzen, BürgerInnen-Gutachten und so weiter und so fort. Da könnte ich eine ganze Menge zu nennen. Das ist das, was klassische Beteiligung ausmacht. Und ich möchte nur drei Städte nennen, die aber wirklich hier nur beispielhaft stehen für die vielen, vielen Aktivitäten, die vor allem in den letzten Jahren mit Blick auf die Kooperation und Beteiligung in die Gänge gekommen sind. So hat Kiel zu seiner Klimaschutzstrategie Masterplan 100% Klimaschutz. Man sieht es in der Abbildung, eine reiche, reiche Palette an Workshops, Veranstaltungen, Arbeitstreffen initiiert und auch durchgeführt, um die lokale Stadtgesellschaft in diesen Prozess einzubeziehen. Auch Wuppertal hat in seinem integrierten Klimaschutzkonzept von 2020 den Weg eines sehr breit aufgestellten Beteiligungsprozesses gewählt, an dem mit sehr unterschiedlichen Methoden unterschiedliche Gruppen zu verschiedenen Zeitpunkten eingebunden werden, mit dem Ziel, ein breit getragenes Klimaschutzkonzept zu erarbeiten und auch zu verabschieden. Ein bisschen anderen, neueren Weg geht die Stadt Coburg mit dem lokalen Green Deal Coburg 2030 aus diesem Jahr. Dort ist auf einer partizipativen Plattform die Nachhaltigkeitsstrategie verankert. Unter dem Begriff mitmachen.coburg.de werden dort digitale Beteiligungsmöglichkeiten angeboten unter dem großen Tenor, wie kann Coburg nachhaltiger werden und sozial gerecht werden? Eine Verknüpfung von Klimaschutz mit den nachhaltigen Zielen der Stadtentwicklung. Neben diesen eher top
Top-Down angeregten Beteiligungsansätzen gibt es schon seit langem Bottom-Up-Initiativen, die von den Kommunen viel stärker in den Blick genommen werden müssten, sind das doch Ansätze, die sehr deutlich zeigen, dass viele Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und ihre Stadt auch mit Blick auf Klimaschutz zu gestalten und sich dort sehr aktiv einzubringen. Das heißt, diese Lust auf Gemeinwesen muss deutlich wahrgenommen werden und auch honoriert werden. Denn dort stecken die innovativen Lösungen drin, die kleinen, machbaren, umsetzbaren Ansätze auf der einen Seite, von denen eine Stadt nur profitieren kann. Es stecken aber auch sehr gut und groß durchdachte Konzepte darin, die beispielgebend sein können für eine gesamtstädtische Strategie zum Klimaschutz. Das heißt, unter dem Stichwort von der Beteiligung zur Mitmachstadt stecken gerade in diesen Initiativen viel, viel innovative Potenziale. Und auch hierzu möchte ich nur drei Stichworte nennen, wie diese Initiativen gefördert werden können aus kommunaler Sicht. So gibt es mittlerweile Städte, die ausgefeilte Qualifizierungsangebote für ehrenamtlich und bürgerschaftlich Engagierte anbieten, die genau dieses Handwerkzeug auch noch fördern. Es gibt natürlich auch Projektmittel, teils in Wettbewerben, teils aber auch in anderen Verfahren, wie solche BürgerInnenprojekte gefördert werden können. Und es gibt einen Schritt weiter, Kooperationen in Form von BürgerInnengenossenschaften, die wir ja gerade aus dem Bereich der Energie auch kennen, die ganz dezidiert in diesen Bereich des Engagements und der Beteiligung von unten führen. Einen etwas anderen Ansatz, der gewissermaßen Top-Down und Bottom-Up miteinander verbindet, sind die Beteiligungsstrukturen, die verbindlich aufgebaut werden, bei denen es um mehr geht als um einzelne Beteiligungsprojekte, sondern bei denen eine Stadt sich auf den Weg gemacht hat, die Kommunikation und die Beteiligung ihrer Stadtgesellschaft dauerhaft zu implementieren und verbindliche Strukturen aufzubauen und vor allem auch verbindliche Spielregeln des Miteinanders zu verankern und zu diskutieren. In dem Zusammenhang sprechen wir von einem Weg von Beteiligungsprojekten zu einer Beteiligungskultur. Und diese Beteiligungskultur beinhaltet dann selbstverständlich auch das Thema Klimaschutz. Formate, die wir darunter fassen können, sind Leitlinien für Bürgerinnenbeteiligung, sind definierte und verabschiedete Qualitätskriterien und Standards der Beteiligung. Es geht um die Organisation und Verankerung des Themas Beteiligung in der Verwaltung. Es geht um Initiativrechte für BürgerInnen, die Beteiligung auch einfordern können. Es geht um unterschiedliche Formen der Beiräte mit unterschiedlichen Kompetenzen, die für ausgewählte Themen zuständig sind. Und davon möchte ich nur zwei kurz vorstellen. So arbeitet in Konstanz der Klimabürgerrat, er heißt nicht Bürgerinnenrat, sondern der Klimabürgerrat Konstanz, der damit betraut ist, BürgerInnenprojekte auszusuchen, die mit 30.000 Euro insgesamt pro Jahr gefördert werden. Das heißt, hier finden sich 10 Konstanzer BürgerInnen, die bereits Erfahrungen im Bereich des Klima- und Umweltschutzes haben und 10 zufällig ausgewählte Personen, die gemeinsam jedes Jahr Projekte prämieren und sie mit Projektmitteln unterstützen. Eine andere Form des Beirats gibt es in Darmstadt, den Klimabeirat, der als ExpertInnenbeirat agiert. Ein Gremium aus 60 Institutionen, aus Politik, Forschung, Verbänden, Verwaltung und Wirtschaft, das als Fachbeirat eingebunden wird in die Klimaschutzkonzepte der Stadt und auch in andere Maßnahmen, die zum kommunalen Klimaschutz wirksam sind. Das sind nur zwei Beispiele. Man muss im Moment nur in die Fachwelt gucken, um festzustellen, dass sich in sehr, sehr vielen Kommunen unterschiedliche Formen von Beiräten konstituieren. Hier in Berlin gab es auch einen, die teilweise befristet mit bestimmten Themen, teilweise aber auch auf längere Dauer implementiert, als ExpertInnen aus der Bürgerschaft das Thema Klimaschutz begleiten.
Doch, das ist alles nicht so einfach. Und zum Ende möchte ich noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, um ein wenig auf die Herausforderungen zumindest kurz sprechen zu wollen. Die erste Herausforderung ist das, was wir immer wieder diskutieren unter der Selektivität von Beteiligung. Wer kommt eigentlich? Wer nimmt teil? Wenn alle angesprochen sind, die Bilder sprechen für sich, aber immer die gleichen kommen und diejenigen, die wir gerne dabei hätten, so schwer zu erreichen sind. Wir erreichen kaum die Menschen mit niedrigen formalen Bildungsabschlüssen, mit geringem Einkommen, mit einer kulturellen Differenz zum vorherrschenden Mainstream oder diejenigen mit besonderen Teilhabebedürfnissen. Und es ist immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, dass Formate, Methoden, die Sprache, die Zugänglichkeit zu Veranstaltungen oft als Ausschlussmechanismen wirken, die dazu führen, dass diese Gruppen sich nicht angesprochen fühlen, dass das Thema sie nicht anspricht, dass sie nicht teilnehmen. Viele Kommunen haben mittlerweile begonnen, durch bestimmte Methoden wie die Zufallsauswahl, wie MultiplikatorInnenbeteiligung, wie aufsuchende Formate, genau hier etwas entgegenzusetzen und breiter zu denken. Das ist vor allem auch im Hinblick auf Beteiligungsformate zum Klimaschutz eine sehr wichtige Perspektive. Die zweite Herausforderung heißt integrierte Beteiligung. Das heißt, Beteiligung zu Klimaschutz und Klimaanpassung ist wichtig. Sie sollte aber immer als Baustein der gesamtstädtischen Beteiligung gedacht und konzipiert sein, damit es nicht dazu kommt, dass wir neue Inseln der Beteiligung schaffen. Und schließlich ist es eine dritte Herausforderung, Beteiligung und Politik zusammenzudenken. Denn Beteiligung ist nur die eine Seite, entscheiden die andere. Und wenn es nicht gelingt, die Kommunalpolitik mit ins Boot zu nehmen und sie davon zu überzeugen, dass sie durch Beteiligung nicht etwas abgeben, sondern mehr hinzugewinnen, kommen wir in der Beteiligung zum Klimaschutz nicht weiter. Und damit komme ich zum Ende und möchte nur noch kurz zusammenfassend mit auf den Weg geben, dass Beteiligung insgesamt städtisches Handeln nicht einfacher macht, aber es macht sie krisenfester und besser, da neue Ideen und das neue Miteinander unverzichtbar sind. Und für all das ist vor allem wichtig, sich auch auf das Spontane, auf die Flexibilität und vielleicht auch auf die Offenheit der Prozesse einzulassen. Und damit einen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Frau Bock, für diesen großartigen Überblick mit den vielen verschiedenen Facetten auch und natürlich auch nicht vergessen, die Herausforderung zu benennen. Und man sieht auch hier gleichzeitig schon mal den Fragen, kommen auch schon eine ganze Reihe. Es scheint sehr anregend zu sein, es kommen eine ganze Reihe von Fragen rein. Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber jetzt erst noch unseren zweiten Redner auf das Podium bitten, einen Herrn Jan-Philipp Albrecht. Genau, da ist er schon. Ich grüße Sie sehr herzlich. Herr Albrecht ist seit Sommer Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, aber die meisten von Ihnen kennen ihn vielleicht eher, weil er vorher 4 Jahre Minister für Energiewende, Landwirtschaft und noch viel anderes, kurz draußen und digital haben Sie es, glaube ich, mal genannt, in Schleswig-Holstein war. Und in dieser Rolle auch natürlich mit dem Ausbau der Windkraft in Schleswig-Holstein zu tun hatte und auch hier Erfahrungen mit in der Kooperation mit BürgerInnen berichten kann. Insofern ein Kommentar aus der Praxis und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und uns in den nächsten, ich glaube, 10 Minuten nochmal Ihre Erfahrungen mitgeben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Büttner, und ein herzliches Willkommen auch in die Runde an alle Teilnehmenden. Ich freue mich auch, die Gelegenheit zu haben, hier zu dieser Konferenz ein bisschen beizutragen aus meiner Erfahrung heraus, aber bin natürlich jetzt auch begeistert, in meiner neuen Rolle als Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung zu sehen, dass wir eben dieses Thema für uns jetzt auch nach vorne stellen und sagen, wie können wir eben
kommunal vor Ort den Klimaschutz verankern und eben auch konkret voranbringen und das eben dadurch vor allen Dingen schaffen, dass Menschen begeistert werden, einbezogen werden und auch letztendlich motiviert werden, selber tätig zu werden. Und das habe ich natürlich als Energiewende-Minister in Schleswig-Holstein durchaus miterleben können, dass das eine Herausforderung ist und die Praxiserfahrung bezieht sich dabei eher auf die Frage, welche Rahmenbedingungen muss man denn schaffen, damit dann tatsächlich diejenigen, die in der Praxis in die Umsetzung gehen, auch in die Lage versetzt werden, das gemeinsam zu tun mit Strukturen, die häufig eben nicht unbedingt absolut die großen Unternehmensstrukturen, professionelle Strukturen von Natur aus sind, sondern das sind einzelne Beteiligte, die eben aus verschiedenen Verbänden oder Initiativen sich auf den Weg machen und dann eben auch auf kommunale Strukturen stoßen, die an vielen Stellen eben auch nur bedingt in der Lage sind, alle Projekte vollumfänglich zu begleiten und natürlich auch mit finanziellen Schwierigkeiten, Startschwierigkeiten, die solche Initiativen und vor allen Dingen Bürgerprojekte dann häufig haben, weil es am Ende zwar sich rechnet, zum Beispiel in erneuerbare Energien zu investieren oder auch andere Maßnahmen des Klimaschutzes zu ergreifen, aber eben nicht gleich von vornherein, sondern natürlich ein Investmentbedarf, eine Investition in die Zukunft, die am Ende gestemmt werden muss. Und das können natürlich Bürgerenergieprojekte zum Beispiel sein, wo in unterschiedlichen Strukturen auch Investitionsmittel zusammengelegt werden können. Das können auch kommunale Projekte sein, wo auch die Mittel natürlich einer Kommune oder einer Gemeinde den Start machen können. Aber in den allermeisten Fällen reicht das nicht, um tatsächlich Projekte, die dann auch umfangreicher sind, damit sie wirklich eine Wirkung entfalten können, zu finanzieren. Und deswegen ist zum Beispiel die Frage, können Instrumente zur Verfügung gestellt werden, die einfach zugänglich sind, die auch für kleinere Projekte, also ich sage mal Projekte, die jetzt nicht gleich in zwei- oder dreistelligen Millionenhöhen sind, die eben finanziert werden können, gefördert werden können und am Ende dazu beitragen, dass nicht nur die Investition an sich gefördert werden kann, sondern eben zum Beispiel auch die Vorplanungen, die dafür notwendig sind, entsprechende Anträge zu stellen, Förderungen überhaupt erst in Anspruch zu nehmen. Oder eben auch Planungen tatsächlich in frühen Phasen vorzunehmen, wo möglicherweise noch nicht die vollen Investitionsmittel zur Verfügung stehen und möglicherweise eben auch noch nicht ganz sicher ist, in welcher Höhe tatsächlich und in welchem Umfang tatsächlich ein Projekt finanziert werden muss. Das ist nur ein Aspekt von mehreren, die sozusagen damit zu tun haben, dass die Rahmenbedingungen da sein müssen, um bürgerschaftliches Engagement, um auch kleinere Projekte und Initiativen in die Umsetzung zu bringen. Dazu gehört natürlich auch, dass es zum Beispiel Beratungsleistungen geben kann und sollte, nicht nur im Rahmen der Kommunen, sondern landesweit oder auch länderübergreifend, dass wir die Strukturen, die es vielleicht auch auf Bundes- oder EU-Ebene gibt, runterbrechen für diejenigen, die vor Ort Anspruch Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen oder Leistungen in Anspruch nehmen wollen, etwa in größeren Projekten zur Beratung von Energiewendeprojekten. Dazu können Fonds aufgestellt und aufgebaut werden, die eben diese Beratungsdienstleistungen zugänglich machen oder sogar selbst auch mit aufbauen, mit Partnerinnen und Partnern, die dort eben auch Know-how einbringen können. Oder es können eben auch Beratungsleistungen direkt durch zum Beispiel Initiativen, die von der Politik, von der Verwaltung sozusagen mit auf den Weg gebracht werden, Energiewendeagenturen oder eben auch bei den Energieversorgungsunternehmen entsprechende Initiativen, die geeignet sind, an der Stelle eben Unterstützungsleistungen
zu leisten für etwas, wovon am Ende alle profitieren werden, auch diejenigen, die natürlich dann diese Energie zum Beispiel bei erneuerbaren Energien verarbeiten wollen und nutzen wollen. Und das Gleiche gilt eben auch gerade dort, wo wir heute umwechseln, nicht nur uns im Strombereich der Frage der Erzeugung von erneuerbaren Energien uns tummeln, sondern eben auch in anderen Fragen der Weiterverarbeitung oder insgesamt der Klimaschutzthematik, wie wir sie heute hier auch diskutieren, zum Beispiel ganz akut natürlich das Thema der Wärmewende und auch das Thema der Mobilität, Dinge, die wir sehr intensiv diskutieren, wo natürlich auch lokale und eigene, einzelne Initiativen eine große Rolle spielen, denn am Ende macht wie man so sagt, Kleinvieh auch Mist. Also wenn zum Beispiel lokale Mobilitätsinitiativen gestartet werden, die natürlich einen erheblichen Beitrag dazu leisten können, dass Angebote geschaffen werden für Menschen, umzusteigen vom Auto auf andere Verkehrsmittel, auf das Fahrrad und den ÖPNV ganz zuallererst. Und auch dort braucht es eben Rahmenbedingungen, um solche Infrastrukturen überhaupt erst zu schaffen. Und die stehen nicht nur im Zusammenhang mit Anschubfinanzierung oder überhaupt Finanzierung im Zusammenhang mit Beratung oder eben Servicedienstleistungen, sondern die stehen auch ganz häufig im Zusammenhang mit der Frage der Bereitschaft der Menschen, sich auch einzulassen auf einen solchen Wechsel und damit auch mit dem Schaffen von Dialogforen, wie wir es eben auch gehört haben, dem Ergänzen von Entscheidungsstrukturen in der Politik auch durch dialogische Formate, die gerade vor Ort eine große Rolle spielen, um am Ende zu zeigen, dass es überhaupt Initiativen gibt. Viele Menschen wissen gar nicht, welche Möglichkeiten sie haben, selber sich zu beteiligen, dass das sichtbar gemacht wird in entsprechenden Institutionen und Foren. Dazu müssen eben auch Rahmenbedingungen für Diskussionen, für Dialog, für Kontakt geschaffen werden. Auch das sind Dinge, die in der Politik durchaus schon Vorbilder zeigen, wo also zum Beispiel auch, wenn es um die Planung von Infrastrukturprojekten geht, auch diejenigen gleich von vornherein mit einbezogen werden, die möglicherweise noch gar nicht selber sich auf den Weg machen wollen, ein Projekt umzusetzen, aber am Ende auch davon betroffen sein werden und natürlich besser schon von vornherein mitgenommen werden, als dass sie sich im späteren Prozess möglicherweise querstellen oder eben gegen ein solches Projekt stellen, das möglicherweise trotzdem eigentlich eine wichtige und gute Veränderung darstellen könnte. Das vielleicht einmal der Blick in die verschiedenen Instrumente, die die Politik dort im Blick hat, wenn es darum geht, die Möglichkeiten auch zu eröffnen für Projekte, umsetzen und initiieren, müssen sie die einzelnen Menschen in den allermeisten Fällen, das brauchen wir jedenfalls, natürlich ist die Politik auch bei der Umsetzung gefragt, aber braucht eben die einzelnen Aktivitäten und Initiativen und insofern ist die heutige Konferenz, finde ich, auch ein ganz wichtiger Beitrag und auch zeitlich gut gelegen, um genau das vielleicht hervorzurufen und gute Ideen auch sichtbar zu machen. Ich freue mich insofern auch auf den weiteren Austausch und danke herzlich fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank, Herr Albrecht, eben nochmal für diesen großen Bogen, den Sie auch geschlagen haben, sozusagen, was es auch tatsächlich alles an Infrastruktur, an Unterstützung, Beratung sozusagen auch im Kontext braucht, um auch Bürgerbeteiligung und Mitwirkung eben auch zu ermöglichen. Und auch beispielsweise auch der große ganze Bereich der Finanzierung, der im Übrigen auch, soweit ich das sehen kann, hier auch in den Fragen und Antworten oder in den Fragen vor allem auch auftaucht. Ich sehe die Fragen. Vielleicht, wollten jetzt eigentlich nochmal die Möglichkeit geben, auch so zwei, drei Fragen auch zu beantworten. Wenn ich in die Fragen gucke, dann sehe ich sehr hochgevotete Fragen. Mein Bauchgefühl wäre, dass diese Fragen aber vielleicht eher nachher direkt auch von den Akteuren beantwortet oder diskutiert werden sollten, die auch in Kommunen sind. Weil nämlich die erste Frage, ich sag's gleich mal, ist eine, wie breche ich den Widerstand bei BürgermeisterInnen gegen Bürgerbeteiligung auf? Meine Empfehlung wäre, aber natürlich, wenn Sie dazu einen Impuls haben, auch sehr gerne. Frau Bock, Sie haben natürlich auch eine Menge vielleicht auch Einblicke. Insofern gebe ich diese Frage auch gerne an Sie beide. Das ist die hochgevoteste Frage. Und dann gab es noch eine Frage auch, ne, wie können Kommunen motiviert werden, von Informationen zu echter Beteiligung zu kommen? Ja, auch das, glaube ich, ist eine Frage, die wir nachher dann auch im Panel nochmal auch sicherlich vertiefen werden können.
eine Frage, wie ich auf jeden Fall die dritte, die ich jetzt hier auch nochmal in diese Runde total gerne reingeben möchte, weil ich glaube, da ist sie auch genau richtig, ist nämlich, wie soll der Erfolg von solchen Maßnahmen gemessen werden? Also das war eine Frage, die während Ihres Vortrags, Frau Bock, aufgetaucht ist, ne? Beispielsweise Wuppertal heißt, es ist eben nach dem Klimaschutzkonzept eigentlich nichts mehr passiert. Also wie wird der Erfolg gemessen? Ja, da fühle ich mich gleich direkt angesprochen. Zunächst muss man festhalten, dass das oft gar keine Frage ist. Es ist weder definiert, wenn Kommunen Beteiligung durchführen, was denn für sie ein Erfolg wäre, noch wird Bürgerinnenbeteiligung evaluiert und hinsichtlich ihrer Wirkungen sich genauer angeguckt. Das hat natürlich etwas mit den von Herrn Albrecht genannten Rahmenbedingungen zu tun. Die Ressourcen sind knapp. Das kann sich kaum eine Kommune leisten, zeigt aber eindeutig ein Defizit, dass BürgerInnenbeteiligung zumeist aus dem Bauch raus bewertet wird und weniger entlang von vorab definierter Kriterien, die man auch als Erfolg benennen kann. Es ist sicher ein Erfolg, wenn es keinen Bürgerentscheid gibt nach einer Entscheidung. Das heißt, andersrum gedacht, Bürgerentscheide sind oft ein Signal dafür, dass in der Kommunikation einer Stadt etwas komplett schiefgelaufen ist zwischen Politik und der Bürgerschaft. Das wäre zum Beispiel etwas, wenn es gelingt, strittige Themen so durchzusetzen, dass der Widerstand einfach auch etwas kleiner wird. Das heißt nicht, dass das Projekt für gut erachtet wird. Das heißt aber, dass der Prozess akzeptiert wird. Von daher muss man sagen, BürgerInnenbeteiligung ist kein Befriedungsinstrument. Es wird auch nicht dazu führen, dass alle im Konsens irgendetwas gut finden. Es legt aber die unterschiedlichen Interessen offen. Und wenn ein Prozess fair und transparent durchgeführt wird, kann er, und das ist die große Erwartung an BürgerInnenbeteiligung, dazu führen, dass der Prozess akzeptiert wird und die Verlierer, Verliererinnen gewissermaßen, auch das Ergebnis akzeptieren. Vielen Dank, Frau Bock. Ja, genau, Herr Albrecht auch noch gerne. Ich ergänze einfach zu dieser Frage gerne noch einmal die Gedanken von Frau Bock, die ich sehr teile, durch den Gedanken, dass meistens mit Blick auf die Frage auch, wenn man gegen Mauern rennt sozusagen, meistens der Einstieg in einen Prozess zur sozusagen Näherung an die Frage, dass das einfach meistens schon der Eisbrecher ist, um bei vielen die Widerstände ein Stück weit aufzulösen, weil man noch nicht mit einer fertigen Idee, noch nicht sozusagen mit der Frage ja, nein in die Auseinandersetzung geht, sondern überhaupt erstmal mit der Frage, okay, wollen wir uns mal gemeinsam mit einer Frage auseinandersetzen? Da ist die Bereitschaft vielleicht auch höher, gerade auch dann in der Verwaltung und bei Bürgermeistern dann auch zu sagen, ja, das ist doch gut, da kann ich auch sozusagen selber zeigen, dass ich das Verfahren in die Hand nehmen ein Stück weit und das ist noch gestaltbar, da können unterschiedliche Interessen reinfließen und das ist noch relativ ergebnisoffen und da können viele Leute überzeugt werden, die vielleicht von vornherein erstmal eine ablehnende Haltung haben, aus welchen Gründen auch immer, möglicherweise, weil Informationen schlichtweg fehlen oder Missverständnisse vorliegen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich denke, zumindest sicherlich schon ein Teilantwort eben auch auf diese sehr offensichtlich sehr drängenden Fragen. Mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt dann auch in das Panel auch mit einsteigen und dann eben auch diese Fragen dort mit hineinweben. Ich danke Herrn Albrecht sehr herzlich dafür, dass Sie schon mal so weit dabei waren und bitte jetzt noch die weiteren Gäste mit auf das Panel. Und zwar Frau Dr. Gesa Maschkowski, wenn Sie bitte hier genau, und Herrn Bürgermeister Raul Schmidt-Lamontaine müsste auch, genau. Heidelberg und Herrn Till Scherzinger aus Bremerhaven. So. Herzlich willkommen. Wir wollen jetzt mit Ihnen, und ich glaube, das geht dann auch wirklich sehr nahtlos auch an das, was hier bei den Fragen auch schon tatsächlich gerade alles läuft, wollen mit Ihnen jetzt diese Frage vertiefen, welche Beteiligungskultur braucht es und da auch noch ein bisschen tiefer bohren, in einige der Fragen, die hier im Chat vielleicht auch schon gestellt worden sind, aber vor allem auch nochmal die Frage, welche Rolle haben Bürger, welchen Beitrag leisten die Bürger eigentlich, ja? Wer sind so die wichtigen Bündnisse, die wir schließen wollen? Aber auch das Thema Widerstände ist auch aufgetaucht. Wie kann man eben auch mit Widerständen umgehen, aber auch die einbeziehen, die nicht von Klimaschutzmaßnahmen profitieren? Und auch diese Frage der Ressourcen, die jetzt auch schon mehrfach angesprochen worden ist, wenn man abwägen muss, ja? Also, in welche Richtung können wir uns Bürgerbeteiligung leisten? Jetzt mal so ganz zugespitzt. Ja, ich darf Ihnen das Panel vorstellen.
Frau Dr. Gesa Maschkowski als erstes. Sie ist Mitbegründerin von Bonn im Wandel, ein Verein, der auch Bonn for Future auf den Weg gebracht hat. Frau Maschkowski ist unter anderem auch Dozentin am Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik an der Universität Berlin, also Forscherin, sehr, sehr aktiv in Bonn, hat eben auch die Transition Town-Initiative dort mitgegründet, zahlreiche weitere Initiativen in Bonn mitbegründet. Und ist heute hier auf dem Panel, um insbesondere diese Perspektive auch einzubringen, wie eine Bürgerschaft, eine aktive Bürgerschaft in Bonn das Thema Klimaschutz voranbringt. Herzlich willkommen. Erstmal stellen Sie sich einen kleinen Applaus vor. Wir wandern dann zu Herrn Raul Schmidt-Lamontaine nach Heidelberg. Das ist ja eine Stadt, die vielleicht vielen von Ihnen schon bekannt ist als eine Vorreiterstadt, in der schon sehr lange auch von der politischen Seite Klimaschutz vorangetrieben wird. Herr Schmidt-Lamontaine ist seit etwa 2 Jahren der erste Bürgermeister für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität in Heidelberg, wurde schon als Klimabürgermeister auch betitelt, war vorher in Dresden. Und insofern bin ich auch schon mal sehr gespannt auf die kontrastierenden Erfahrungen unter dieser Überschrift Kultur. Da kommen wir dann nachher noch drauf zu sprechen. Herzlich willkommen. Sie sind hier für die Perspektive eben auch der Kommunalpolitik, die das Thema voranbringt. Dann springen wir nach Norden, nach Bremerhaven an die Küste, ja, doch fast die Küste, genau zu Herrn Till Scherzinger. Er ist Leiter des Klimastadtbüros in der Stadt Bremerhaven. Er ist von der Ausbildung her Biologe und war lange auch beim Magistrat, bevor er beim Magistrat war, auch beim Alfred-Wegener-Institut, das was die einen oder anderen auch mit Bremerhaven vielleicht in Verbindung bringen, hat eine Menge eben auch zu tun mit dem kommunalen Klimaschutzprogrammen und bringt hier so die Perspektive insbesondere auch der Stadtverwaltung ein mit Erfahrung in Sachen Beteiligungsverfahren. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und bin auch schon sehr gespannt auf Ihre Erfahrungen. Ja, wir steigen jetzt als erstes mal ein mit einer kleinen, sozusagen kleinen Einstiegsfrage, damit Sie auch die Perspektiven oder auch die Erfahrungen kennenlernen und werden danach dann ein paar Themen vertiefen und dann öffnen wir auch für alle und haben gleichzeitig noch Ihre Fragen im Blick. Als erstes, Frau Maschkowski. Bonn, bemerkenswert, hat 2019 eben sich dazu entschieden, auch also 2035 klimaneutral zu werden. Und gleichzeitig gibt es einen Prozess, der von der Bürgerschaft initiiert worden ist. Was ist das Besondere daran? Ja, erstmal danke für die Einladung. Die Möglichkeit auch hier diesen interessanten Austausch teilzunehmen. Es gibt, ich würde mal sagen, ich behaupte mal 3 Besonderheiten. Besonderheit 1 ist, es ist die Haltung. Es ist ja nicht so, dass Bonn 2019 von sich aus beschlossen hat, klimaneutral zu werden. Ich sitze seit 2013 im Klimaschutzbeirat der Stadt Bonn. Wir haben teilweise neidisch nach Heidelberg rübergeguckt und es ist nichts passiert. So. Also es gab tolle Konzepte und wurde fast nichts beschlossen. Und wir wissen alle, dass die Fridays for Future in zigtausend Stärke auch in Bonn auf die Straße gegangen sind und später den Klimanotstand bei uns in Bonn beantragt haben. Also die Bewegung, würde ich mal sagen, kommt aus der Zivilgesellschaft. Und das Besondere in Bonn ist, ich habe 2 Perspektiven darauf. Einerseits eben diese 10 Jahre Erfahrung mit Nachhaltigkeitsprojekten in Bonn. Menschen sind in der Lage, durchaus ihr Lebensumfeld selbst zu gestalten, wenn die Informationen klar und deutlich sind und es einen Raum gibt, etwas zu verändern. Das ist mehr als Beteiligung, das ist Gestalten des Wandels. Das ist meine Brille als Transition-Trainerin und Moderatorin oder Facilitatorin. Und dann habe ich die 2. Brille als Wissenschaftlerin, die gesehen hat, in Bonn passiert gerade was ganz Besonderes. Also alle Parteien haben diesen Beschluss mitgetragen, den Klimanotstand, und fast alle den Beschluss zur Klimaneutralität. Wir haben ein riesiges Bündnis gehabt und jetzt kommen wir zu dem 3. Erfolgsfaktor, die Verwaltung hatte die Türen offen. Und wir haben in Bonn ja das besondere Instrument oder in NRW, dass es man einen Bürgerantrag stellen kann. Wir haben also einen Antrag auf Mitwirkung gestellt. Das ist mehr als Beteiligung. Und haben dann ein Bündnis ohne große Werbung beim Antragstellung schon von 30 Organisationen und Initiativen gehabt, die das unterstützt haben. Inzwischen sind es über 70.
auch Unternehmen sind dabei. Also das ist ein Verfahren, was aus dem Herzen der Stadtgesellschaft kommt und zu dem Thema Vorfinanzierung. Also wir haben dann selber ein halbes Jahr daran gearbeitet, das Konzept zu entwickeln, pro bono, mit Moderatorinnen, mit Politikern haben wir gesprochen, mit Initiativen, mit anderen Städten, mit Verwaltung sowieso. Also das Konzept ist gut durchdacht. Es gibt wissenschaftlich, es gibt Ziele, 4 Ziele, an denen wir evaluiert werden. Wir haben eine extrem hohe Diversität in unseren Klimaforen. Und das Besondere ist eben, dass Stadt und Bonn im Wandel kooperieren. Wir sind Kooperationspartner auf Augenhöhe. Wir sind nicht Auftragnehmer. Und ich würde jetzt gerne noch mal zu dem Ansatz zurück. Ich bin ja Wissenschaftler. Ich liebe wissenschaftliche Basisdaten. Und die Basis der Veränderung ist die planetare Grenze CO2. Und wir wissen jetzt, seit Erstellung des Klimagutachtens in Bonn, also des Klimaplans, kennen wir die planetaren Grenzen für die Klimagase in Bonn. Das sind 50 bis 60 Tonnen pro Person. Die haben wir noch und dann müssen wir klimaneutral sein. Da geht es nicht mehr um Beteiligung. Da geht es um die Frage, wie können wir gemeinsam die Stadt umgestalten? Wie können wir den Menschen helfen, 30 bis 40% weniger Energie zu verbrauchen beim Heizen? Sonst reicht die Energie nicht für alle. Also es geht wirklich nicht mehr um, ich beteilige Menschen an irgendetwas, was die Stadt tut, sondern es geht darum, wie können wir Veränderung, gemeinsame Zukunftsgestaltung ermöglichen. Und damit mache ich jetzt erstmal Schluss. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sie haben auch schon ein paar Stichworte reingegeben, eben auch was, ne, was unter Beteiligung hin zu mitgestalten oder auch tatsächlich gemeinsam Partnerschaft auf Augenhöhe, schon eine ganze Menge Stichworte reingegeben. Vielen Dank. Ich komme dann nach Heidelberg. Genau, Herr Raul Schmidt-Lamontaine. Wie ist es in Heidelberg? Also dort ist es ja so, dass die Politik sehr stark das Thema vorantreibt. Würden Sie sagen, dass die Ziele auch oder die Zielerreichung dort hat ja schon eine ganze Reihe auch von Erfolgen zu verzeichnen, vor allem eben auf diese politische Rückendeckung zurückzuführen ist? Oder welche Rolle hat eben auch die Beteiligung, Mitwirkung der Bürger in Heidelberg? Ja, also erstmal muss man sagen, Heidelberg macht natürlich erstmal große Fortschritte. Es war ja eine der ersten Kommunen, die Klimaschutzkonzepte hatte und also auch schon sehr viele. Und wir haben seit Anfang der 90er Jahre auch eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes um circa 30%. Also von ehemals 7 Tonnen sind wir jetzt irgendwo so bei knapp 5 Tonnen pro Person im Jahr. Allerdings, wenn man ehrlich ist, war das ursprüngliche Ziel mal bis 2050 klimaneutral zu werden. Bei einer Reduzierung von 30% seit den 90er Jahren sieht man, also auch das hätten wir nicht erreicht, wenn wir diesen Pfad weiter beschritten hätten. Insofern schon erstmal grundsätzlich große Fortschritte, aber natürlich noch lange nicht mit den Schritten, mit denen man eigentlich hätte vorangehen müssen. Neues Ziel ist Klimaneutralität bis 2030. Wir sind eine von den 100 Städten, die in der EU Mission 100 Climate Neutral Cities ausgewählt werden, wurden als eine von 9 Städten in Deutschland. So dass wir gesagt haben, also Klimaschutz hat jetzt bei allen Themen Vorrang und Ziel ist größtmögliche Klimaneutralität bis zum Jahr 2030. Sie haben schon gesagt, es gibt vor allem eine Tradition, auch dass das von der Politik aus, von der Verwaltungsspitze aus, vom Oberbürgermeister, vom Gemeinderat getragen wird und auch vorangetrieben wird. Aber wie immer, der Konflikt liegt in der Regel im Detail, also in dem Augenblick, wenn der Stellplatz vor der eigenen Haustür wegfallen soll, gibt es dann schon Murren. Grundsätzlich ist aber die Heidelberger Bevölkerung extrem aufgeschlossen für das Thema Klimaschutz. Und es gibt auch viel zivilgesellschaftliches Engagement. Es ist also sozusagen eigentlich beides. Zum einen ein Top-Down-Prozess, aber es ist auf der anderen Seite auch ein Bottom-Up, weil es gibt unglaublich viel zivilgesellschaftliches Engagement, was eingebracht wird. Wir haben diese Heidelberg-Studie, die es jedes Jahr gibt, wo so verschiedene statistische Erhebungen gemacht werden. Letztes Jahr war die Frage, wie wichtig das Thema Klimaschutz genommen wird. Und da haben 96% der Heidelberger Bürgerinnen gesagt, Klimaschutz ist ihnen wichtig oder sehr wichtig. Also insofern, da gibt es einen großen gesellschaftlichen Rückhalt. Erstmal, wenn es um die globale Frage geht, wie wichtig ist Klimaschutz? Ich hatte ja schon gesagt, die Konflikte kommen im Detail. Und es gibt halt entsprechend auch sehr viel zivilgesellschaftliches Engagement. Es gibt Energiegenossenschaften, es gibt Verbände, die sich einbringen, es gibt wissenschaftliche Einrichtungen, die ganz stark
arbeiten. Viele von Ihnen arbeiten wahrscheinlich auch mit dem IFOL zusammen als Institut, was ganz viele Klimaschutzkonzepte macht. Die haben einen ihrer Sitze in Heidelberg und sind hier auch sehr engagiert, privat, ehrenamtlich nebenher. Es gibt unglaublich viele Öffentlichkeitskampagnen. Es gibt, ich glaube, das trägt auch stark zur Akzeptanzstärkung dabei, sehr viele Förderprogramme, die von der Stadt gemacht werden, was das Thema Mobilität angeht, Photovoltaik-Balkonmodule, Sanierungsprogramme für Häuser, also unglaublich viele Anreize für die Menschen mitzumachen. Und natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, in einer der jüngsten Städte Deutschlands mit einem relativ hohen Bildungsniveau, mit einer sehr, sehr großen Universität, da glaube ich auch eine grundsätzliche Awareness, die dazu beiträgt, dass das Thema ernst genommen wird. Und es gibt tatsächlich auch seit den 90er Jahren, also seit dem Beginn der Klimaschutzkonzepte hier, intensive Bildungsarbeit. Es gab früher in den 90er Jahren Klimaschutzprojekte an allen Schulen, die nannten sich damals die Energiesparteams, mittlerweile sind es die BNE-Teams, also Bildung nachhaltige Entwicklung, wo wir jedes Jahr mehrere große Events machen, wo wir die besten Dinge prämieren, also auch schon sehr früh, sage ich mal, die jungen Leute sensibilisieren. Ab diesem Jahr fahren alle 8. Klassen Heidelbergs in die Klimaarena in Sinsheim, die dort entstanden ist, um sozusagen auch das nochmal in den Unterrichtsplan zu integrieren. Also wir machen relativ viel, sind aber trotz alledem natürlich nicht so schnell, wie man sich das vorstellt. Was das Thema Bürgerbeteiligung nochmal konkret angeht, es ist sehr viel in der Vergangenheit passiert, es wird auch sehr viel in der Zukunft passieren. Wir haben im Rahmen eines Förderprogramms des Umweltministeriums im Jahr 2012 bis 2014 den Masterplan 100% Klimaschutz gemacht. In dem Rahmen gab es unglaublich viele Bürgerworkshops, Bürgerwerkstätten, Jugendklimagipfel, wo alle möglichen Ideen eingesammelt wurden, was man für den Klimaschutz tun kann. Die sind alle dann am Ende auch eingeflossen in den Masterplan. Wir haben jetzt eher das Problem, dass wir tatsächlich so ein gewisses Umsetzungsdefizit haben. Und natürlich vor allem jetzt auch gucken müssen, gar nicht mehr so sehr zu beteiligen und Ideen zu sammeln, sondern mehr in die Akzeptanzkommunikation zu gehen und die Skeptiker irgendwie auch noch mitzunehmen oder diejenigen, die unterstützend dabei sind, auch zu motivieren, sich auch in den Prozessen einzubringen, wenn es dann mal schwierig wird und die Konflikte auftauchen. Vielen, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Rollschmidt von Lothain. Ja, Sie haben auch schon ein bisschen angedeutet, genau, wenn es dann sozusagen ans Eingemachte geht, dann ist eine andere Art von Beteiligung, Kommunikation, ne, vielleicht auch Mitgestaltung notwendig. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen. Jetzt springen wir aber dann nochmal nach Bremerhaven. Herr Scherzinger hat vielleicht auch, Bremerhaven ist eine Stadt, die in etwas anderer Situation ist als Heidelberg. Das werden vielleicht doch die meisten auch ein Stück weit wissen. Ist anders ausgestattet, hat andere Strukturthemen. Und gleichzeitig eben aber dort auch ist die Jugend sehr, sehr aktiv. Und Sie haben eben auch, Herr Scherzinger, sehr speziell eben auch die Jugend auch mit eingebunden. Warum ist das besonders wichtig und was macht Bremerhaven in dem Bereich? Ja, danke fürs Wort. Also wir haben auch Sonne und Wind und eigentlich geht's uns ganz gut hier. Warum haben wir die Jugendlichen eingebunden? Ursprünglich kommt die Idee aus dem Agenda 21-Prozess, Jugendliche mehr an dem zu beteiligen, was wir an Veränderungen brauchen, um das Stichwort viel bei Frau Maschkowski, um hier so zu leben und zu wirtschaften, dass wir die planetaren Grenzen irgendwann mal einhalten lernen. Wir haben in der Arbeit an den Nachhaltigkeitsprozessen festgestellt, dass wir eine sehr hohe Beteiligung bei den älteren Semestern feststellen mussten. So. Und wir hatten kaum jüngere Leute in dem Thema drin. Und das drängt sich ja förmlich auf, dass man bei solchen Zukunftsfragen auch jüngere Leute einbinden muss. Und darüber sind wir also in den Gedanken gegangen, wie schaffen wir das jetzt, junge Leute da reinzukriegen, A und B, was haben wir für einen Vorteil daraus, wenn wir die einbinden? Wir werden also wahrscheinlich, das war die Annahme, irgendwann mündige Bürger bekommen, die eine stärkere Bindung zur Stadt empfinden und schon in der Vorbereitung auf die kommunalen Problematiken, die hier vor Ort entstehen, sich sehr lange Zeit damit auseinandergesetzt haben, im Beteiligungsprozess als junge Menschen, um dann als Erwachsene vielleicht auch gezielter in ganz konkrete Fragestellungen reinzusteuern, die in der üblichen Bürgerbeteiligung von Elternsemestern vielleicht nicht so angesprochen werden. Und so haben wir also angefangen, uns hauptsächlich mit der Zielgruppe 14 bis 16 des 18-Jährigen auseinanderzusetzen. Warum die?
Das Wahlalter liegt auf der Kommune bei 16 Jahren, also deutlich vor 18. Und das bedeutet, kommunal kriegen die schon eine gewisse Entscheidungsverantwortung in die Hand. Sie dürfen mitwählen und sollten dann auch lernen können, wie Kommune funktioniert. So, das war die Grundüberlegung. Und so sind wir dann losgegangen und haben genau in dieser Altersgruppe ab Sekundarstufe 2 angefangen einzuwerben, ob die Jugendlichen der Bremerhavener Schulen sich nicht an Klimaschutzfragen beteiligen wollen. Und um das mit dem nötigen Erfolgsanreiz hinterlegen zu können, haben wir uns erst gedacht, na gut, die müssen auch konkrete Projekte nachher umsetzen können. Also haben das mit dem Etat hinterlegt. Die haben 8.000 Euro jährlich, die sie frei ausgeben können. Und interessanterweise kam dann aus der Politik das Angebot, die dürfen mitreden. Das heißt, die haben Sitz im Bau- und Umweltausschuss bekommen und können da regelmäßig teilnehmen und sprechen, außerhalb der üblichen Bürgersprechstunden, die es da so gibt. So. Und das waren eigentlich wunderbare Voraussetzungen, die wir dann auch mit genügend Jugendlichen hinterlegen konnten, um hier einen Beteiligungsprozess in Gang zu setzen, der seit 2014 jetzt konsequent und kontinuierlich abläuft. In der Zeit haben wir gemerkt, dass das Wichtigste ist, was wir denen bieten konnten, war eigentlich der Vertrauensvorschuss. Dass sie das leisten können, was wir von ihnen erwarten und dass sie mit umsetzbaren, guten Vorstellungen in das Rennen gehen hier. Und das haben wir auch hinbekommen. Also der eigentliche Anstoß war, junge Menschen an die Stadt zu binden und an Zukunftsfragen zu beteiligen. Das ist die schlichte Antwort darauf. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich nehme an, dass die Teilnehmenden jetzt auch mal mit großer Spannung auch zugehört haben, weil die Fragen spiegeln ja hier, die bei den Fragen und Antworten reinkommen, spiegeln auch viel Widerstände wahr, denen offensichtlich die Teilnehmenden auch begegnen. Viele Fragen richten sich darauf, ne? Also die erste Frage, wie breche ich den Widerstand bei Bürgermeisterin gegen Bürgerbeteiligung auf? Das ist so die eine Frage, die ich jetzt auch hier gerne nochmal in diese Runde geben möchte. Dann gab es auch nochmal so diese Frage, wie kann man auch dafür sorgen, dass das, was erarbeitet worden ist, auch letzten Endes tatsächlich auch in Entscheidungen einfließt? Also da gibt es ja auch einen Zusammenhang. Berührt vielleicht auch das, was Frau Moschkowski eben sagte, ne? Also nicht nur beteiligen, was auch immer Sie jetzt genau damit meinen, sondern eben auch auf Augenhöhe miteinander gestalten. Also vielleicht mal so zusammengefasst diese Frage eben vor allem, wie überzeuge ich? Ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. So, wie überzeuge ich eben auch Politik vor Ort, die ja sagen, wir sind gewählt, ja, davon, sich auf einen Beteiligungs- oder auch Co-Kreationsprozess auch mit auf den Weg zu machen oder einzulassen. Ich frage jetzt mal, fangen wir bei Frau Moschkowski an, aber natürlich, Sie können gerne auch einfach die Hand heben und sich melden, bitte, auf dem Panel, wenn Sie dazu einen Beitrag leisten wollen. Aber es ist natürlich gerade Bonn, ist da ja sehr beachtlich. Wie kam es, dass dort, dass die sich auf sogar so eine partnerschaftliche Geschichte eingelassen haben? Ja, ich setze dem sogar noch einen Hut obendrauf, weil das war die alte Koalition, ne, mit Grün und Schwarz und Gelb. Also es war schon eine sehr ungewöhnliche Koalition. Also ich halte nichts von Widerständen brechen, überhaupt nichts. Dieser Klimaschutz ist für mich die Einladung, wirklich einander zuzuhören und an einem guten Miteinander zu arbeiten, egal ob das mit Menschen oder mit der Natur ist. Und unsere Erfolgsstrategie war es, und ich muss dazu sagen, Bonn hat auch so ein paar Beteiligungstraumen, ja. Also es ist ja nicht so, dass in Bonn alles super ist, sondern da gibt's richtig üble Geschichten, wo Bürger danach große Artikel verfasst haben, wie schlecht mit ihnen umgegangen ist. So. Also wir mussten erstmal dieses Trauma so ein bisschen bewältigen und alle waren traumatisiert, ja, auch die Politiker, rechts, links, oben, unten, alle, ja. Und wir haben erstmal gefragt, was muss denn passieren, damit ein Prozess Bonn wird klimaneutral gelingt und damit ein Beteiligungsprozess ein guter wird, damit es mal richtig gut wird. Und mit dieser Frage sind wir durch alle Parteien gezogen und auch durch alle Institutionen und haben zugehört und saßen im Umweltarbeitskreis der CDU und haben einfach mit denen über Beteiligung gesprochen.
So, ne, das ist natürlich alles Ehrenamt, ne, was man dann da macht, aber ohne das geht's nicht. Und wenn ich gefragt werde, was braucht's, damit ein Beteiligungsverfahren Erfolg hat, dann würde ich sagen, bitte keine Lösung von der Stange, sondern erstmal das Feld erkunden und gucken, was sind die Bedürfnisse da vor Ort und wie muss der Prozess sein, damit er aus Sicht unterschiedlicher Träger also getragen wird. Und natürlich, also gerade auch die CDU, mit denen haben wir in unterschiedlichen Konstellationen gesprochen und am Ende hat sie es mitgetragen. Und was kann ein Besseres passieren, ne? Und Konflikte, finde ich, treten immer dann auf, wenn die Ziele nicht klar sind. Wir haben jetzt mehrere Foren mit sehr konfliktären Themen hinter uns, auch Mobilität sind wir tief eingestiegen, Wohnen auch. Und wenn klar ist, worum es geht, dann und man die Frage stellt, und wie kommen wir jetzt dahin, dann gibt es vielleicht noch unterschiedliche Meinungen, aber die Leute sind glücklich, wenn sie auch mit unterschiedlichen Meinungen irgendwie was sich zusammenbauen können, dass man das Ziel gemeinsam erreicht. Und das ist der große Unterschied, also den wir, glaube ich, in unserem Verfahren drin haben. Die Ziele müssen glasklar sein. Und wenn die klar sind, dann schaffen die Menschen auch, ihre Unterschiedlichkeit zusammenzubringen und sich zu einigen. Ich bin wirklich teilweise rumgerannt und habe gesagt, wo sind die Konflikte, ja? Die Konflikte sind vielleicht dann da, wo jemand Sorge hat, er muss irgendwie, was er sich mühsam erarbeitet hat, jetzt davon weniger machen. Aber ich glaube, am Ende sind wir alle Menschen und es geht darum, einander zu verstehen und das ist die Chance. So, das ist jetzt ein bisschen emotional, aber es ist tatsächlich auch, ich glaube, es ist Wissenschaft auch. Wird völlig unterschätzt, glaube ich. Ich habe Frau Bock gesehen. Ich würde gerne mal nochmal Ihnen nachfragen, Frau Moskowski, weil das finde ich auch sehr spannend, ja, dass Sie sagen, Sie haben sich ganz viel angeguckt, Sie haben auch Traumata erlebt. Und natürlich lernt man da unglaublich viel daraus. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht für alle auch von Interesse ist, nochmal zu hören, was waren denn das für Traumata? Also Stichwort, was sollte man nicht machen? Also eigentlich ist das schon das klassische Beteiligungsrepertoire, ne? Dass von Anfang, also dass es einen geschützten, sicheren Raum gibt, wo wertschätzend miteinander umgegangen wird, ja. Und dass es ganz klare auch Rollen gibt, ja. Wer spricht denn in welcher Rolle? Und wie ermächtigen wir Bürgerinnen auch mit ihrer Expertise einzubringen und ich sag mal nicht totgeredet zu werden von irgendwelchen Experten. Es geht um die Sprache, es geht um die Verständlichkeit, es geht um die Geschwindigkeit, ja. Wie nimmt man Menschen mit, die vielleicht Aufmerksamkeitsstörungen haben oder sowas, ja. Welche Methoden kann man einsetzen? Es gibt ganz viel Handwerkszeug, glaube ich, was man gut machen kann. Und natürlich, und das ist vielleicht noch eine Besonderheit bei uns in Bonn, ich bin ja auch wirklich ein bisschen wissenschaftlich ausgerichtet. Wir haben Action Research gemacht. Das geht so, nach jedem Klimaforum, und wir haben vier davon, beziehungsweise ein Doppelforum, also drei Großveranstaltungen, gibt es einen Lernkreislauf mit der Verwaltung. Und dann gibt es nochmal ein Nachgespräch mit der Politik. Das ist alles super viel Zusatzarbeit, aber das ist das, wo wirklich die Musik drin liegt. Wir können die Sachen nicht planen, wir müssen die gemeinsam gestalten und die arme Verwaltung, die braucht da auch Kapazitäten für. Die sind nicht dafür da, verbraucherverständliche Vorträge zu halten über, wie können wir besser wohnen in Bonn. Aber sie tun es trotzdem und das rechne ich Ihnen hoch an. Vielen Dank, Frau Moskowski. Ja, Frau Bock, Sie wollten, glaube ich, auch nochmal zu dieser Frage, ne, wie kann man auch vor allem Politik und die gewählten Vertreter auch überzeugen, nehme ich mal an. Ja, Frau Moskowski hat viele Stichworte dazu schon genannt, weil das hat sie auch in ihrem ersten Beitrag schon gesagt, das Stichwort Haltung. Und Haltung ist natürlich etwas, das kann ich nicht verordnen, Haltung kann ich nicht vorschreiben, Haltung ist etwas der inneren Erfahrungsprozesse, die sich dann niederschlagen. Das heißt, Beteiligung ist in dieser Hinsicht auch immer von Personen abhängig. Also es gibt einen bestimmten Momentum, wo sehr deutlich wird, das, was in der einen Kommune funktioniert, kann in der anderen Kommune in dieser Konstellation so nicht funktionieren. Und ich kann nur aus unserer Beratungstätigkeit sagen, es gibt auch Verwaltungen, denen wir sagen, unter bestimmten Bedingungen macht lieber keine Beteiligung als eine schlechte. Wenn es keine Haltung zu Beteiligung gibt, dann sollte man lieber darauf verzichten, als das bisschen Vertrauen, was eine Bürgerinnenschaft noch hat, damit auch zu verspielen. Das heißt, Beteiligung ist immer auch ein Lernprozess der Beteiligten. Und deshalb ist das, was Frau Moskowski als Traumata genannt hat, auch aus unserer Perspektive
ein Scheitern der Kommunikation mit der Stadtgesellschaft, in dem Ratlosigkeit entsteht, ist oft ein guter Moment für einen Neuanfang, was die Kommunikation mit der Stadtbevölkerung angeht. Das ist bitter, weil es scheinbar nur in ganz wenigen Kommunen gelingt, diesen Prozess des Scheiterns zu überspringen und gleich anzufangen. Und ich finde auch Heidelberg hat so eine bittere Erfahrung einmal gemacht und hat danach sich komplett neu aufgestellt, was das Verständnis und die Haltung zur BürgerInnenbeteiligung angeht. In Berlin kennen wir das, dass das Neuaufstellen nur ein bisschen sperriger und noch viel komplizierter, da reicht der eingescheiterte BürgerInnenentscheid scheinbar nicht. Aber von daher ist sozusagen auch das ein ganz wichtiger Punkt, der eine Rolle spielt. Und was ich auch wichtig fand bei Frau Maschkowski ist, Sie haben ja auch gefragt, das taucht in den Fragen auf, warum wird so wenig umgesetzt von dem, was in den Beteiligungsprozessen eigentlich eingebracht wird? Das hat auch oft etwas mit falschem Handwerkszeug zu tun. Also, dass bei denjenigen, die die Beteiligung durchführen, viel zu wenig im Vorfeld darüber nachgedacht wird, worüber kann eigentlich überhaupt noch entschieden werden? Und dann wird zu großen Foren eingeladen und im Endeffekt kann ich noch entscheiden, ob der Blumentopf links oder rechts hinkommt. Und das kann nur Frust erzeugen. Transparenz in diesem Punkt ist wichtig. Und dann soll ich das eben auch Information nennen, wenn ich nur Information zu verteilen habe und nicht Beteiligung. Und wenn ich zu beteiligen habe, muss ich sehr, sehr genau definieren, welche Spielräume gibt es überhaupt noch. Und dann ließe sich ein Großteil dieser Enttäuschungen auf allen Seiten sicherlich vermeiden. Vielen Dank, Frau Bock. Sie haben eine ganze Reihe, glaube ich, auch von Fragen, die hier im Auftauchen auch schon eben adressiert. Ne? Genau, wie kann das gelingen, dann auch von Informationen auch wirklich zur Mitwirkung zu kommen und wie geht man mit diesen verschiedenen Dingen um? Ich würde es, also jetzt interessiert mich auch nochmal die Perspektive sowohl von Herrn Schmidt-Lamontaine als auch von Herrn Scherzinger. Ich steuere vielleicht jetzt erstmal Herrn Schmidt-Lamontaine an, ein bisschen auch mit dieser Frage. Wir haben ja diese Frage, welche Beteiligungskultur braucht es? Ja? Braucht das 1,5-Grad-Ziel? Sie haben jetzt ja verschiedene auch Kulturen in Städten auch miterlebt. Von daher jetzt mal die neugierige Frage, ja, wenn Sie Dresden und Heidelberg jetzt auch miteinander vergleichen, was ist Ihnen dann aufgefallen, was auch gerade eben wie Verwaltung und auch Politik in der Lage sind oder auch bereit sind, eben auch mit Beteiligung auch zu arbeiten und was jeweils angemessen ist? Ja, genau genommen habe ich sogar schon 3 Verwaltungen gearbeitet. Ich habe vorher auch schon in Hannover in der Stadtverwaltung gearbeitet und da tatsächlich auch schwerpunktmäßig Bürgerbeteiligungsprozesse gemacht in der Stadterneuerung. Insofern habe ich da relativ viele Blicke drauf. Also in Heidelberg war es ja, wie gerade schon gesagt wurde, vor allem so dieses traumatische Erlebnis, das ist ein Bürgerentscheid. Da ging es damals um die Stadthalle, die umgebaut werden sollte, ich glaube, zum Kongresszentrum. 2009, 2010, da gab es einen Bürgerentscheid, da haben sich über 60% der Bürgerinnen und Bürger gegen diese Stadthalle entschieden. Dieses Projekt im Grunde nach in letzter Sekunde gekippt. Und dann wurden ab 2012 oder im Jahr 2012 beschlossen, Leitlinien für eine mitgestaltende Bürgerbeteiligung entwickelt. Findet man übrigens auch über heidelberg.de/Bürgerbeteiligung, wenn man sich die angucken will. Und da geht es vor allem auch darum, dass frühzeitig informiert wird über die maßgeblichen Vorhaben. Und es gibt als zentrales Element eine sogenannte Vorhabenliste. Und diese Vorhabenliste, die wird vom Gemeinderat beschlossen. Und es gibt die Möglichkeit, für die Einwohnerschaft auch Anregungen zu machen, was auf diese Vorhabenliste drauf sollte. Also wenn es das Informationsbedürfnis gibt, gibt es aber die Möglichkeit, das irgendwie ganz formlos zu machen über die Politik oder wie auch immer. Aber es gibt auch die Möglichkeit, das sozusagen verbindlich einzufordern, indem man Unterschriften sammelt. Ich meine, das sind, ich glaube, 1000 Unterschriften, die man braucht, um sozusagen so eine verbindliche Beteiligung einzufordern. Und das ist natürlich auf der einen Seite sozusagen das Thema Transparenz und top-down, also wir informieren über Vorhaben, die wir vorhaben und beteiligen, geben die Möglichkeit zur Rückäußerung, auch immer mit so ganz klar, was ist eigentlich der Beteiligungsrahmen, in dem wir uns da befinden. Und auf der anderen Seite aber halt auch bottom-up, also ich kann auch verbindlich Beteiligung zu Themen einfordern. Und das ist natürlich, also beide Komponenten sind natürlich enorm wichtig. Und es kommt durchaus auch vor, dass sozusagen die Verwaltung sagt, wir halten es für total wichtig, für bestimmte Themen, über bestimmte Themen zu informieren. Das Interesse ist so gering, dass man sagt, dann lassen wir es halt einfach. Also das kommt auch vor, ne? Das kann auch sozusagen an der einen oder anderen Stelle arbeitserleichternd sein. Diese Heidelberg mitgestalten heißen die, glaube ich, also wirklich auch ganz klar, das mitgestalten der Bürgerbeteiligung ist enorm wichtig und
Ich komme in Hannover, war das sozusagen irgendwie eher so gewachsen. Da ist Bürgerbeteiligung seit den 70er Jahren gewachsen. Da gab es keine Leitlinien, aber es war irgendwie immer klar, man macht Beteiligung zu wesentlichen Elementen. Das war irgendwie so im, ich sag mal so, in der inneren DNA der Verwaltung, in der ich da 5 Jahre gearbeitet habe, irgendwie so drin. Das hat man irgendwie automatisch in den Prozessen mitgedacht. Das hat auch gar keiner hinterfragt. Da gab es keine Leitlinien, das hat niemand eingefordert, es wurde halt einfach gemacht. Das war in Dresden nochmal durchaus ein bisschen anders. Da war das ein bisschen sperriger. Da hatten wir eigentlich ganz spannend in der Zeit, wo ich da 5 Jahre lang zuständig war als Bürgermeister dort für Bau und Mobilität, haben wir uns tatsächlich hier auch mal die Bürgerbeteiliger aus Heidelberg eingeladen gehabt, um uns mal vortragen zu lassen, wie macht ihr das eigentlich in Heidelberg, weil das ja auch tatsächlich so über die Grenzen Heidelbergs hinaus als so ein bisschen als Muster gilt. Und in Heidelberg in Dresden war es tatsächlich rein top-down. Also da war es dann so, dass eine neue Riege von Bürgermeistern kam, zeitgleich mit mir 6 neue Bürgermeister, die alle gesagt haben, wir müssen viel mehr Bürgerbeteiligung machen. Wir haben einfach Prozesse angeschoben und auch, um ganz ehrlich zu sein, ziemlich spannende und experimentelle Sachen gemacht. Dass wir Wettbewerbsverfahren von Bauprojekten, wo ja normalerweise sozusagen die Architektenschaft eher so im geschlossenen Räumen das fachlich diskutiert, aufgebrochen haben, gesagt haben, so, wir stellen das jetzt alles mal irgendwie öffentlich aus und lassen mal die Bürgerschaft diskutieren. Aber weniger formalisiert, aber halt tatsächlich auch so, dass die Bürgerschaft das eingefordert und gesagt hat, wir möchten eigentlich gerne auch klare Rechte, Beteiligung einzufordern. Das war also ein Riesenthema zum Zeitpunkt, wo ich da war. Und das ist natürlich auch ein Weg. Also das hat die Politik in Dresden damals aufgegriffen, gesagt, also wenn die Bürgerschaft das schon einfordert, dann müssen wir da auch irgendwas machen. Also insofern, ich glaube, weil auf die Frage kommt, wie kriege ich denn Verwaltung überzeugt? Verwaltung ist nicht das oberste Organ einer Stadt. Das oberste Organ einer Stadt ist ein Gemeinderat oder ein Stadtrat. Und im Grunde nach muss ich den überzeugen, weil der ist unser Auftraggeber als Verwaltung oder unser Dienstherr. Ja. Vielen Dank. Ich komme auch noch mal gleich zu Herrn Scherzinger, den ich auch noch mal dazu einladen möchte. Und ansonsten will ich an der Stelle auch schon mal ankündigen, dass wenn Sie auch noch mal Live-Fragen stellen wollen an das Panel, ich bin ja ein bisschen dabei, hier so auch zu gucken, dass wir den Blick haben, was hier alles kommt, in das Gespräch auch mit einzuflechten nach Möglichkeit. Aber es gibt auch die Möglichkeit, auch Fragen auch live zu stellen. Dann werde ich die, wenn es entsprechend passt, sie auch aufrufen und an die Kamera bitten. Also von daher an der Stelle schon mal die Ankündigung, wenn jetzt bei den Teilnehmenden noch Personen sind, die direkt persönlichen Beitrag machen können, wollen wir das auch gerne ermöglichen. Ja, aber nochmal zu Herrn Scherzinger. Stichwort, ne, wir sind da Beteiligungskultur, ist vielleicht so großer Überblick und wir haben jetzt ja viele verschiedene Facetten auch schon behandelt, also angehend von ne, Beteiligung versus Mitgestalten. Es wurde auch so dieses Thema formale Beteiligung eben in Planungsprozessen, ne, muss man ja beteiligen, bis hin zu eben auch Konflikte, also dann Akzeptanz, Kommunikation auch so ein Teil. Also es ist ja eine große Facette auch von verschiedensten Funktionen auch von Beteiligung, könnte man sagen. Wie ist das in Bremerhaven? Worauf wird da besonders Wert gelegt? Wo würden Sie sich vielleicht auch noch mehr wünschen? Ja? Also was sind Ihre Erfahrungen dort in Bremerhaven? Ich habe mich über die letzten beiden Sätze von Herrn Schmidt-Lamontagne sehr gefreut, weil das genau an das anknüpft, was ich sagen wollte. Ich habe hier in meiner Arbeit überwiegend mit Beteiligungsbegehren zu tun, die von mir verlangen, dass ich Oppositionsarbeit mache. Also Menschen sind unzufrieden mit dem, was die Stadtregierung leistet im Klimaschutz. Und dann kommen sie zu mir und sagen, du bist der Klimaschutzbeauftragte. Und jetzt mach das mal alles anders. Und es ist also immer wieder, das soll jetzt keine Zuweisung sein, aber es ist vielleicht mal eine Betrachtung der Beteiligungskultur der anderen Seite. Die ist in unserer Stadtverwaltung ist die nicht perfekt. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da klammern sich die Verwaltungsangehörigen an und auch die Kommunalpolitik ganz überwiegend an formelle Verfahren. Die sind gesetzlich vorgegeben. Das ist die Beteiligung, Punkt. Es gibt auch natürlich Ansätze, darüber hinauszugehen, auch Wettbewerbe oder Ausschreibungen zu öffnen. Aber zurück zur Kultur der anderen Seite. Und die Kultur der anderen Seite, die ich überwiegend kennengelernt hatte, das war auch ein Grund, die Jugendbeteiligung einzuführen, war die, dass man eben von uns verlangt hat, Unzufriedenheit abzustellen, indem man eigentlich Oppositionsarbeit über die Verwaltung in die Kommunalentscheidung
hineinleistet und Entscheidungen dann verändert. Und das kann eine Verwaltung nicht machen. Und meine, weil wir sind die, die das umsetzen sollen, was der Stadtrat beschließt. Und der ist nun mal durch ein Wahlergebnis so entstanden und seine Beschlüsse fallen dann so aus. Das ist von den Bürgern oft nicht verstanden worden. Und das hat zu sehr viel Unmut und Frustration geführt. Und es hat jetzt sich inzwischen verbessert, weil wir eben über einen langen Prozess bei einer bestimmten, ja, im Thema Klimaschutz, glaube ich, bei weiten Kreisen zumindest das Verständnis aufbauen konnten. Wir können nicht alles leisten, was gewünscht ist, aber wir können versuchen, das zu transformieren, das Begehren, und so umzuwandeln, dass es auch von denen, die die Entscheidungen fällen, getragen wird. Oder wir können über Projektarbeit Impulse setzen, die direkte Mitarbeit ermöglichen. Das ist immer machbar. Also Stichwort ist beispielsweise Quartiersentwicklung, energetische Quartiersentwicklung. Da haben wir jetzt den Ansatz ja einmal sehr erfolgreich durchgeführt, dass wir im Bestandsquartier eine energetische Sanierungskonzept haben aufstellen lassen nach KfW 432. Und die KfW fördert in einem hohen Maß Beteiligung finanziell. Und das öffnet dann überhaupt erst die Türen, das so zu machen, wie wir uns das alle wünschen. Und da war das hohe Prinzip, was wir da für die Beteiligung erhoben haben, ein ganz einfaches. Wir wollten nur zuhören. Also wir wollten zuhören und verstehen, was die Leute wollen. Und das hat eigentlich schon gereicht, um eine große Zufriedenheit auszulösen und vor allen Dingen das Vertrauen in das wachsen zu lassen, was wir hier vorhaben, dass wir am Ende alle in ein Ziel reinarbeiten. Das ist eigentlich der Punkt, den ich jetzt so als Resümee liefern kann, dass in der Beteiligungskultur uns sehr viel Vertrauen fehlt auf beiden Seiten und dass das erste Prinzip ist, das aufzubauen. Und das braucht Zeit, das kann man oft nicht sofort machen. Manchmal hat man es mit einer gewissen zerstörenden Landschaft zu tun, was das Vertrauen angeht. Aber gerade in Sachen Klimaschutz sind wir in einem relativ neuen Feld für alle Menschen und da liegt ein guter Anfang. Vielen Dank, Herr Scherzinger. Man hat ja natürlich jetzt, ist es ja eine große Aufgabe. Also wenn wir sozusagen nochmal auf den Eingangsstatement zurückkommen, also oder auch was Frau Maschkowski eben sagte, es ist sehr großer Handlungsbedarf. Also es geht jetzt ja tatsächlich darum, auch die Kommunen auch umzugestalten. Es ist ja keine Wünsch-dir-was-Veranstaltung, sondern kein Wohlfühl, ja, sondern es geht ja tatsächlich darum, auch diese Ziele auch zu erreichen. Und dann hat man es ja mit, ja, auch eben mit Akteuren zu tun, die davon aber eben auch vielleicht nicht profitieren, ja, oder die von diesen Maßnahmen auch nicht so betroffen sind, nicht so positiv betroffen sind. Worauf ich jetzt hinaus will, ist so ein bisschen diese Frage, wenn Kommunen, ne, und auch Verwaltung ja auch, sie haben ja begrenzte Kapazitäten. Ne? Und worauf richtet sich Ihr Fokus in der Beteiligung? Also wenn, ne, Sie sehen, also ich habe, wie gesagt, dieses ganze Bandbreite von Akzeptanzkommunikation über wirklich Co-Kreation, über erstmal Sensibilisieren. Also es ist ja eine sehr große Bandbreite. Alles wird gebraucht. Bis hin, was ja auch im Beitrag von Frau Utz ganz am Anfang nochmal deutlich wurde, der BürgerInnen auch als Akteure, die im Alltag letzten Endes ja sehr große Auswirkungen darauf haben, wie viel CO2 eigentlich eingespart werden kann, ne, gegenüber dem, was die Kommune selber auch an CO2 einsparen kann mit ihren eigenen Liegenschaften und so weiter. Wenn man sich dieses ganze Spektrum anguckt, wie setzen Sie den Fokus? Also wo... Wo legt man seine Schwerpunkte? Wo gibt man seine Energie hauptsächlich rein? Wer als erstes starten? Ja, Herr Rollschmidt. Ja, also ich glaube, also man muss sich erstmal vor Augen führen, wenn man an Bürgerbeteiligung denkt, hat man ganz oft so feste Bilder im Kopf. Also so, was ist Bürgerbeteiligung? Das sind irgendwie so Roundtable-Formate, Open Space, Planungswerkstatten, wo irgendwie Leute in einem Raum sitzen und irgendwelche Ideen in Workshop-Format entwickeln. Aber eigentlich ist es ja viel mehr. Also, und was wir halt machen, ist, wir sagen, wir müssen vor allem auch gucken, dass wir an die Multiplikatoren rankommen und in alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen. Also wir machen zum Beispiel auch unglaublich viel Beteiligung, die jetzt so in der Öffentlichkeit gar nicht direkt wahrgenommen wird, aber Austausch mit Industrie und Gewerbe. Wir haben also ein Netzwerk nachhaltiges Wirtschaften, in dem wir vor allem auch versuchen, an die
an die Wirtschaftsbetriebe ranzukommen, an die Unternehmen ranzukommen und die zu sensibilisieren, ihre eigenen Produktionsprozesse oder was auch immer umzustellen, ihr Mobilitätsverhalten umzustellen und da zu sensibilisieren. Also auch das ist eine Form von Beteiligung, die jetzt sozusagen nicht sichtbar wird, weil ich da kein Plakat irgendwo an eine Litfaßsäule schlage und sage, ich lade Sie ein zur Planungswerkstatt so und so viel in der Aula von der und der Schule. Sondern es ist eine ganz andere Form von Beteiligung. Wir haben also unglaublich viele Netzwerke, in denen wir arbeiten, wo wir sagen, das ist sozusagen das Zukunftsthema. Also ein bisschen auch zur Frage, wenn ich im Netzwerk nachhaltiges Wirtschaften bin, auch zu sagen, baut eure Unternehmensstrategie dahin auf, als Handwerker oder wie auch immer, um sozusagen künftig noch mitschwimmen zu können. Also es gibt sozusagen ja unglaublich viel. Vorhin kam sehr oft die Frage, wie kommen wir denn sozusagen auch mal an die Menschen ran, die schwer zu motivieren sind, seien es jetzt Jugendliche, seien es Leute mit Migrationshintergrund. Ich habe gesagt, ich habe früher viel in Stadtentwicklungsprozessen gearbeitet, in Sanierungsgebieten, soziale Stadt. Wir haben zum Beispiel einfach die Leute da aufgesucht, wo sie sind. Also ich kann nicht erwarten, dass wenn ich sage, ich lade sie am Mittwochabend um 19 Uhr irgendwo in die Stadthalle ein oder in die Aula ein, dass dann sozusagen die alleinerziehenden Mütter mit Kindern kommen, weil die müssen da am Abendbrottisch sitzen und ihr Kind ins Bett bringen. Das heißt, ich muss dahin gehen, wo die Leute sind. Ich muss in die Familienzentren gehen, ich muss in die Kitas gehen. Wir haben da ein Event gemacht, wo es darum ging, was sind die Planungsziele für diesen Stadtteil, in dem wir ein kleines Grillfest im Park neben dem Spielplatz gemacht haben, um sozusagen da genau an die Mütter mit Kind, die in dem Stadtteil gelebt haben, mit Migrationshintergrund, einfach ranzukommen und einen Zugang zu finden und haben sozusagen über das Essen und den Austausch darüber dann gesagt, und was wünschen Sie sich für Ihren Stadtteil? Also muss auch mal überlegen, wie ich meine Formate vielleicht ändern kann, wenn ich halt nicht immer die gleichen überengagierten Bürgerinnen und Bürger dann da in solchen Runden sitzen haben will. Und dann tatsächlich auch Formate, wie kommen wir an die Jugendlichen ran? Also in Heidelberg gibt es zum Beispiel einen Jugendgemeinderat. Der Jugendgemeinderat hat Rechte. Der hat ein Rederecht im Gemeinderat. Der hat auch das Recht, Tagesordnungspunkte auf die Tagesordnung zu setzen und die Verwaltung einzuladen, vorzuladen, um ihre Themen mit denen zu diskutieren. Also auch das sind vielleicht etwas starre Instrumente, aber halt auch gewissermaßen verbindliche Instrumente. Die Jugendlichen, die sich dann da, die da gewählt werden, die fühlen sich dann auch verbindlich dafür zuständig, da 4-5 Jahre was zu machen. Die nehmen ihr Recht, mich als Bürgermeister dann auch mal einzuladen und mir aufs Zahnfleisch zu fühlen, nehmen die dann halt einfach auch wahr. Vielen Dank, Herr Scherzinger. War das eine Handheben gerade oder war das ein Versehen? Sehr gut. Nein, das war ein Handheben. Genau, an der Stelle ich auch nochmal meine Erinnerung oder Einladung auch an alle Teilnehmenden. Sie können, wenn Sie einen Live-Beitrag machen wollen, können Sie Ihre Hand heben. Ja? Und dann werde ich Sie dann auch bei Gelegenheit auch dran nehmen. Also das wollte ich nochmal an der Stelle. Herr Scherzinger hat es wunderbar vorgemacht, wie das klappt mit dem Handheben. So, bitte. Ja, unsere Erfahrung ist, dass die Qualität der Beteiligung und das Empfinden dieser Qualität auf der anderen Seite, es gibt immer zwei Seiten einer Beteiligung wenigstens, dass die damit gesteigert wird, wenn die beteiligt werden sollen, eine echte Mittelzuteilung in ihrer Beteiligung mitbestimmen können. Das bedeutet, also es geht nicht unbedingt nur um Geld, es geht zum Beispiel auch um Stimmrechte. Herr Schmidt-Lamontagne hat das gesagt, oder um Mitspracherechte, also eine herausgehobene Stellung, wie der Jugendklimarat im Bau- und Umweltausschuss hat, die tatsächlich auch schon Antragsergebnisse beeinflusst haben mit ihrem Beitrag und direkten Einfluss erkennen konnten. Aber es geht eben auch darum, Mittel zu verteilen. Und wir haben beispielsweise das Glück gehabt, hier ein kleines Förderprogramm auflegen zu können, mit dem wir Klimaschutzprojekte der Bürger fördern sollten. Das war so der Auftrag. Jetzt habt ihr ein bisschen Geld, macht das mal. Und dann haben wir uns halt gedacht, gut, warum sollen wir das verteilen? Die Förderkriterien, die müssen wir nach Landeshaushaltsordnung korrekt festlegen. Aber dann gibt es halt eine klimapolitische Steuerungsgruppe, die wird von Unternehmensvertretern besetzt, die sich melden können beziehungsweise darum bewerben können. Und die gehen mit den Bewerbern und Bewerberinnen ins Gespräch über die Projekte, die da vorgestellt werden. Und mein Eindruck ist, dass Projektablehnungen oder Veränderungen eine viel größere Akzeptanz erfahren hatten von den Bewerbern, wenn das mal nicht so gut war. Und auf der anderen Seite, innerhalb der Bürgerschaft, die sich, wir erreichen ja nicht alle damit, aber einen gewissen Teil, auch eine viel bessere Kenntnis dessen entstanden ist, was eigentlich der Nachbar gerne möchte und was er macht.
Und so haben wir dann eine Querverbindung zwischen allen zu Beteiligten gehabt, ohne mit einer gewissen Regierungsgewalt hier über die Mittelverteilung zu entscheiden. Am Ende die Unterschrift, dass das passieren darf, die muss natürlich von uns kommen. Vielen Dank für den Einblick auch. Jetzt würde ich gerne mal zu Frau, war das eine Wortmeldung bei Frau Bock? Ah, dann ziehe ich Frau Bock vor, ansonsten hätte ich gerne noch mal Frau Maschkowski auch angesteuert. Ja, ja, gerne. Ich würde noch mal auf den Titel der Veranstaltung zurückkommen, Beteiligungskultur für das 1,5-Grad-Ziel. Das heißt ja, oder das verdeutlicht, der Handlungsdruck ist gestiegen, dass wir mit unseren klassischen Formen, wie wir Beteiligung gedacht haben, wie wir das bisher in Verwaltung und Politik definieren, ja eigentlich nicht mehr weiterkommen. Dass wir im Grunde genommen einen Schritt weitergehen müssen, um zu überlegen, wie wir von der Beteiligung, und das hat das Bonner Beispiel ja deutlich gemacht, zu Kooperation und Koproduktion in der Stadt kommen. Das heißt, indem wir auch ein bisschen über die Rollen nachdenken, die einzelne in dem bisherigen Zusammenspiel von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft, BürgerInnen haben. Das hat aber auch Auswirkungen, zum Beispiel, wie Verwaltung arbeitet. Und das wären Punkte, die ja auch etwas mit Beteiligung zu tun haben. Es zeigt sich beispielsweise, dass eine integrierte Beteiligungskultur dazu führt, dass die Versäulung der Verwaltung thematisiert wird, dass es darum geht, wie informieren wir eigentlich uns innerhalb der Verwaltung? Wie kann es transparent zwischen verschiedenen Ämtern hergestellt werden? Wie können wir anders miteinander agieren und beispielsweise Städte wie die Stadt Köln ihr Thema Bürgerbeteiligung mit dem Thema Verwaltungsmodernisierung und neuer Aufbau verbindet, weil deutlich wird, wenn wir anders kommunizieren, wenn wir anders mit unserer Stadtgesellschaft zusammenarbeiten, müssen wir auch die Verwaltung anders denken. Und ich glaube, dass das Perspektiven sind, die man dann unter dem Schritt über der Überschrift Beteiligungskultur Haltung auch mitdenken muss, wenn man so ein ambitioniertes Ziel, was wir hier in der Überschrift der Veranstaltung auch haben, auch wirklich erreichen will. Also man kommt mit dem klassischen Handwerkszeug so jedenfalls nur sehr, sehr langsam dorthin. Vielen Dank, Frau Bock. Ja, ich wollte Frau Maschkowski jetzt auch nochmal ansteuern. Also vor dem Hintergrund, dass Sie ja dort schon bereits eben ein sehr partnerschaftliches Modell auf Augenhöhe praktizieren. Schon noch vielleicht nochmal die Frage, die ja auch eine der Fragen jetzt hier für unser Panel ist, ne, wie gelingt es dann auch Menschen mitzunehmen, die jetzt dem Thema Klimaschutz nicht so aufgeschlossen sind? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht, auch gerade in diesem partnerschaftlichen Ansatz? War auch eine Frage hier teilweise auch aus den Frage- und Antworten-Tool, die Teilnehmende interessiert. Und ist einfach eine übergreifende Frage, ja. Wie gelingt es eben auch die Menschen, jetzt suche ich ein bisschen nach dem richtigen Wort, ja, weil beteiligen ist, haben wir hier schon, hat teilweise schon so ein bisschen einen passiven Charakter bekommen, wobei es, glaube ich, gar nicht automatisch so gemeint sein muss, aber deswegen ist die Verständigung darüber auch so gut. Was tun Sie, wie gelingt das, welche Erfahrungen machen Sie in Bonn dazu, Frau Maschkowski? Also wir sind ja nur ein Mitwirkungsverfahren. Wir sind nicht die Stadt. So, das muss ich jetzt nochmal klarstellen, ne? Wir sind Kooperationspartner. Und mein Ansatz ist ja, Beteiligung reicht nicht mehr. Wir brauchen Transformation. Wir haben in der Beteiligung ganz viele wertvolle Elemente. Aber jetzt brauchen wir Transformation. Und auch das ist eine Wissenschaft. So. Und wenn ich wieder zu den Fakten komme, ganz simpel, ich bin Herrn Helbig immer noch wirklich total dankbar, der uns ausgerechnet hat, wie viel haben alle Maßnahmen der Stadt Bonn, die beschlossen wurden im Rahmen des Klimanotstands, bringen die, nämlich 1% der Reduktion. Was kann die Stadt Bonn maximal reduzieren, wenn sie wirklich alle Energieangebote und so weiter und alles umstellt? Das sind 43%, bleiben 56% der CO2-Emissionen, die Stadtgesellschaft von Bürgerinnen, Unternehmen, Organisationen, Behörden und so weiter reduzieren muss. Also wir reden von Transformation.
So, und jetzt ist die Frage, also wie erreichen wir alle? Das ist jetzt noch nicht mein Fokus gewesen. Der Fokus von uns war erstmal, wie kriegen wir alle in die Klimaforen? Das haben wir ganz gut geschafft. Und wir haben eben nicht nur einen Bürgerinnenrat, wir haben auch immer die Akteurinnen dabei gehabt, die Unternehmen, die Verwaltung, also alle zusammen. So ein bisschen eine Mischung aus Zukunftskonferenz und Bürgerrat. Das geht schon. Und mit der Ehrlichkeit der Information geht es auch und mit einem guten wertschätzenden Raum geht es auch. Und jetzt komme ich aber zum nächsten Punkt. Transformation ist ja auch nichts Neues. Also manchmal werde ich so ein bisschen ungeduldig, wahrscheinlich wie viele hier. Es gibt Beispiele für große Transformationen in ganzen Regionen oder auch Ländern. Finnland hat eine Ernährungstransformation gemacht und das geht nur, wenn alle zusammen, also wenn es ein Design gibt, wo alle Stränge zusammenlaufen, von den politischen Rahmenbedingungen über das Lebensumfeld, was 80% unserer Verhaltensweisen bestimmt, 20 können wir selber machen, aber 80% sind das Lebensumfeld, über die Beteiligung vor Ort, die Umgestaltung, das Erreichen von Meinungsführern in Stadtteilen, einer Positivkampagne, über die Medien. Also es braucht ein integriertes Transformationskonzept, was alle Erfahrungen aus Beteiligung zusammenführt und auf eine wissenschaftliche Basis stellt und den Menschen aber auch, und das gefällt mir total gut, was Herr Scherzinger gesagt hat, eben auch Entscheidungsmöglichkeiten gibt. In Münster gibt es das Hansaviertel, die haben selber einen Gemeinwohlindex entwickelt für ihr Viertel und vergeben Gelder nach ihrem Gemeinwohlindex in einem Bürgerrat. Ja, also das sind so Sachen, natürlich, wir müssen die Menschen auch nicht nur ein paar Almosen geben und es geht auch nicht mal ein paar Projekte. Es geht darum, dass ganze Reihenhaussiedlungen gemeinsam gucken müssen, wie sie ihre Wärme neu organisieren und ihre Häuser dämmen und vielleicht sogar in Do-it-yourself, weil es nicht genug Handwerker gibt. Darum geht's doch, ne? Und insofern, wir sind bei Transformation und das ist viel, viel mehr als Beteiligung. Und vielleicht als letztes, da war eine Frage, was ist denn jetzt wichtig? Also ich finde, es gibt zwei Sachen. Das ist einmal der CO2-Impact und da haben wir diese vier großen Dinger, Mobilität, Wohnen, Wirtschaft und Ernährung und Landwirtschaft, bitte nicht vergessen, ja. Und dann haben wir die großen Hebel der Veränderung, das ist nämlich eine Kultur des Aufbruches und das ist eben Bildung und Mitwirkungsformate und das alles, die müssen zusammen gedacht werden und zu diesen Formaten haben wir auch in Bonn gearbeitet und ich bin gespannt, wie es weitergeht, keine Ahnung. Ich hoffe, daraus entstehen lauter Folgeprojekte, aber das liegt nicht mehr in meiner Hand. Letzter Punkt zu Bonn. Also das Besondere in Bonn ist schon, also da muss ich jetzt auch nochmal, ich bin ja nicht in der Stadtverwaltung, aber ich bin ja jetzt relativ nah involviert, dass Bonn diese Idee hatte der Leitstellen. Also es gibt drei große Programmbüros, die direkt neben der Bürgermeisterin angesiedelt sind. Das Programmbüro Soziale Gerechtigkeit, das Programmbüro Verkehrswende oder Mobilitätswende und das Programmbüro Klimaneutrale Stadt 2035. Die versuchen jetzt wirklich, sich quer durch die Verwaltung zu arbeiten und diese Handlungsstränge zusammenzuziehen. Die Verwaltung ächzt und stöhnt, auch zu Recht. Aber also das finde ich einen Ansatz, der ist sehr vielversprechend. Darf ich noch eine Sache sagen? Letzte Sache. Wir reden doch immer davon, dass wir auch die marginalisierten Gruppen erreichen müssen. I'm sorry. Wer macht denn, hat denn die meisten CO2-Emissionen? Ja, das sind doch nicht die marginalisierten Gruppen. Wir brauchen faire Verteilung der Lasten, die marginalisierte Gruppen tragen müssen. Und dann müssen wir auch darüber sprechen, wenn jeder nur noch 50 bis 60 Tonnen hat, wie viel gehen davon in Krankenhäuser, wie viel gehen davon in Schulen, wie viel in Mietshäuser und wie viel darf jeder alleine noch und was machen wir mit denen, die viel zu viel verbrauchen? Und wie geht das solidarisch? Also das ist doch die Frage. So, ich bin ein bisschen, manchmal regt mich diese Diskussion auf, weil bei uns ist es dann Tannenbusch. Ne? Was machen wir mit den Leuten in Tannenbusch? Die Leute in Tannenbusch haben nicht so einen Fußabdruck wie die auf dem Venusberg, ja? Wir müssen auch mit den Leuten auf dem Venusberg anfangen. Ja, so, das war's. Vielen Dank, Frau Maschkowski. Ja, vielleicht, Herr Scherzinger, gibt es bei Ihnen auch den Venusberg oder wie stellt sich das in Bremerhaven da? Da ist vielleicht die Situation noch mal ein bisschen andere als in Bonn, was ja doch eine relativ wohlhabende Stadt ist und auch anders zusammengesetzt, ebenso auch anders als Heidelberg. Insofern wäre ich jetzt schon sehr neugierig, wie Sie das bewerten. Nun bin ich in Berlin durch die Ausbildung gegangen und dann nach Bremerhaven ans AWI und seitdem hier. Ich kenne den Venusberg nicht. Wenn Sie mir helfen können, wie ich das einordnen muss. Das ist das Medizinerviertel, da ist die ganze Mischpuppe mit dem Uniklinikum und so weiter. Ja. Die dann mit dem Elektro-SUV durch die Gegend fahren.
Das war jetzt stigmatisierend. Nein, ich kenne diese Diskussionen ja auch. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass jedenfalls bei uns in diesem Raum hier oben, Bremen, Niedersachsen, ja, Bremen eigentlich mehr, die Betrachtung dessen, was getan werden muss, um energieeffizienter zu werden oder klimaneutral zu werden, sich von denen, die es untersuchen und dann die Konzepte liefern, immer auf so Gebiete konzentrierte, die Einfamilienhäuser umfassten oder mit eben dem wohlhabenden Mittelstand zu tun hatten. Und die Frage, wie wird eigentlich so eine Stadt klimaneutral? Ich meine, eine Stadt wird ja nicht dadurch klimaneutral, dass ich bessere Neubaugebiete errichte. Ich habe doch Häuser hier stehen. Und die reiße ich ja nicht alle bis 2038 ab und dann entstehen hier neue. Sondern ich habe einen Baubestand und der einzige Baubestand, der in Bremerhaven sehr sorgfältig und erfolgreich übrigens betrachtet wurde, wie man den besser hinkriegen kann, das waren immer die Wohnungsbaugesellschaften unter sich hatten. Und das ist eben baubedingt meistens Gebäudebestand aus den 60er, 70er, 50er Jahren. Und die kann man auch relativ gut sanieren. Aber was passiert mit den Gründerzeitbauten hier? Und wir haben festgestellt, dessen hat sich niemand hier angenommen. Das war sozial immer ein Thema, wie man da die Situation verbessern kann, aber eben nicht unter der Fragestellung klimaneutral. Und wir haben das dann mal aufgeworfen, 2009 schon, und dann hieß es, das geht gar nicht. Und das macht die Sache ja eigentlich erst interessant. Und ich glaube, dass wir als Kommunalverwaltung ein ganz hohes Beteiligungsplus in die Sache reinbringen können. Wir dürfen nämlich scheitern. Unternehmen können sich das nicht leisten zu scheitern. Also Beratungsunternehmen oder Unternehmen, die davon leben, Energieberatung zu machen, können es sich nicht leisten, viel Geld in eine Gebietsuntersuchung zu stecken, Konzepte zu stricken, die dann am Ende als Misserfolg sich herausstellen, weil man keine Lösung finden konnte, aus welchen Gründen auch immer. Dann ist der Ruf ruiniert und die sind vom Markt. Eine Verwaltung kann das in gewisser Weise machen. Manchmal habe ich auch den Eindruck, man traut uns gar nicht viel mehr zu. Aber in gewisser Weise sind wir dafür da, auch Risiken auf uns zu nehmen, die von wirtschaftlich arbeitenden Playern nicht getragen werden können, weil sie eben wirtschaftlich arbeiten müssen. Und da müssen wir rein. Und das ist eine Art, Beteiligung zu generieren oder eine Möglichkeit, Beteiligung zu generieren, die haben nur wir. Und da müssen wir mehr ran. Und das machen wir in Bremerhaven mit der Idee, Quartierskonzepte über KfW 432 genau in diese Problemviertel reinzutragen. Und da hat das wunderbar funktioniert mit den eben genannten Grundprinzipien. Wir hören einfach zu und bilden Vertrauen. Und was dann passieren soll, das kommt von den Leuten alleine. Vielen, vielen Dank. Auch eine sehr schöne Beschreibung für eine Beteiligungskultur. Also all das, was ist gelebte Praxis. Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich zwei Wortmeldungen aus dem Publikum habe. Das freut mich sehr. Und die würde ich dann auch jetzt gerne nochmal an Mikrofon und Kamera bitten. Das ist der Herr Dieter Schöffmann und die Frau Ulrike Ries. Und ich würde Sie bitten, erst den Herrn Schöffmann an die Kamera und wenn Sie wollen, auf jeden Fall an den Ton freizuschalten, sich kurz zu fassen, weil wir eben schon, ich habe Sie erst ein bisschen spät gesehen, aber ich freue mich sehr, dass Sie sich noch melden. Herr Schöffmann, was ist Ihre Frage? Ja, da weniger eine Frage vielleicht, aber anknüpfen auch an Frau Bock. Hallo Frau Bock, aus der Kölner Perspektive auch. Was ich wahrnehme, ist, dass es sehr fokussiert auf Bürgerbeteiligung und gerade in Verwaltung und auch Politik, dass man sich schwer tut, die Übergänge zu sehen zur Bürgerschaft im Engagement, im Sinne Mitverantwortung zu übernehmen, selbst was in die Hand zu nehmen. Und also ich bin Leiter des Stadtgesellschaftlichen Büros für Öffentlichkeitsbeteiligung in Köln, von der Stadt Köln gefördert. Wir arbeiten sowohl mit Bürgerinitiativen zusammen als auch mit der Verwaltung. Und ich merke, dass das in Verwaltung auch ein mühsamer Lernprozess ist. Also auch in Köln ist es in der Verwaltung noch getrennt. Es gibt beim Amt OB eine Stelle für Öffentlichkeitsbeteiligung, eine ganz andere Stelle für Bürgerengagement. Die sind sogar im selben Haus, aber formal reden die nicht miteinander. Und ich glaube, da ist auch ein Potenzial. Das geht über Beteiligungsverfahren hinaus. Sie sahen eine Ermutigung in die Stadtgesellschaft rein, übernimmt Verantwortung, macht mit. Und zum Teil im Anschluss an Verfahren, wo eine Entscheidung getroffen wird,
die aber eigentlich von deren Erfolg davon abhängig ist, dass die Menschen dann das weiter mitmachen. Da wollte ich einfach darauf hinweisen. Und nochmal, ich glaube, ich war etwas zu spät. Frau Bock hatte das in ihrem Vortrag, glaube ich, auch angestoßen, das im Grunde auch nochmal bestärkt. Vielen herzlichen Dank, Herr Schöffmann. Ja, ich glaube auch, also wir sind ja dabei, wirklich das ganze Spektrum anzugucken. Und das, ne, das ist ein sehr, glaube ich, nochmal ein sehr wichtiger Hinweis eben auch. Wie sieht das dann auch, wie wird das auch aus Verwaltung heraus wahrgenommen? Oder sind das sozusagen zwei Kulturen, die man nicht zusammendenkt? Und das hier natürlich eine ganze Menge auch an Synergien und auch, ja, Kooperation und auch hilfreich wäre. Die Frau Ries, ist Ihre Wortmeldung noch aktuell? Dann würde ich jetzt Herrn Schöffmann herzlich danken und die Frau Ries noch, so sie noch da ist, ihr noch die Gelegenheit geben. Mal schauen. Ich glaube, die Frau Ries ist nicht, die Wortmeldung ist nicht mehr da dafür. Na, jetzt kommt eine ganze Menge Wortmeldungen. Jetzt ganz zum Schluss, wo wir noch 12 Minuten haben. Mensch. Genau, dann nehme ich noch, lade ich dann noch Herrn Beck ein. Genau, eine Wortmeldung schaffen wir noch, auf jeden Fall. Herr Beck. Wenn sich Herr Schöffmann, wenn Sie Ihre Kamera wieder ausmachen und Herr Beck macht seine Kamera an und sein Mikrofon an, wird freigeschaltet von der Technik, hoffe ich. Ja, das ist jetzt Herr Wilhelm, der hier gut, dann Herr Wilhelm. Ja, hallo. Sorry, das war jetzt gerade ein kleines Missverständnis mit der Redaktion. Aber wenn ich die Gelegenheit habe, möchte ich nochmal fragen. Also wir sind hier in Dossenheim, direkt nördlich von Heidelberg. Kleine eigenständige Gemeinde, 12.500 Einwohner und wir haben keine Stadtwerke, wir haben keine Wohnungsbaugenossenschaft. Wir haben eine Gemeinde, die natürlich schon mit den jetzigen Aufgaben überfordert ist. Und wir haben den Weg gewählt, dass wir als Bürger, wir haben also eine Klimawerkstatt einberufen, wo wir gute Beteiligung haben, haben mehrere ehrenamtliche Kreise, die arbeiten, wir haben Solarstrategie entwickelt und so weiter. Und wir möchten gerne die Gemeinde aktiv unterstützen. Und zwar in dem Sinne, wie Frau Ehmann sagte das schon mal, ich glaube, der Herr Scherzinger sagte, wir verstehen uns nicht als Opposition, sondern wir möchten gerne mitarbeiten. Und die Frage ist, welche Formate gibt es für sowas? Also wie kann man die Ehrenamtlichen nutzen aus der Perspektive der Gemeinde als Experten? Keine Ahnung, aber wir haben auch ganz viele junge pensionierte Leute, die sind Ingenieure, die sind Ärzte, die sind Architekten. Ja, wie gibt es Beispiele dafür, wie man diese Art von Beteiligung und Einbindung formal gestalten kann? Das würde mich interessieren. Und eine zweite Frage, ich habe sie im Chat schon gestellt. Gibt es private Finanzierungsmöglichkeiten von solchen Aufgaben, also über Stiftungen oder so etwas? Weil die Gemeinde hat schließlich nur begrenzte Mittel. Vielen Dank. Meine Frage. Genau, vielen Dank, Herr Wilhelm, für Ihre Frage. Dann haben wir jetzt noch Herrn Beck, den nehme ich auch noch gerne dran, wenn es klappt, von der Technik Herrn Beck noch einzublenden. Und meine Botschaft vielleicht schon mal Richtung Herr Wilhelm, falls jetzt Ihre Frage nicht ganz erschöpfend beantwortet werden sollte, bleiben Sie auf jeden Fall noch da und gehen Sie auch am Schluss vielleicht noch in WonderMe und suchen das Gespräch auch, um Anregungen vielleicht auch dafür noch zu holen. Wollte ich schon mal kleiner Werbeblock auch noch für die Vernetzung und für die Gespräche im Anschluss schon mal loswerden. Jetzt haben wir Herrn Beck, schön herzlich willkommen. Von wo haben Sie sich zugeschaltet und was ist Ihre Frage oder Ihr Beitrag? Zugeschaltet bin ich von Markdorf am Bodensee, ganz aus dem Süden. Und meine Frage schließt, glaube ich, so an die zwei vorherigen an, wie man als Zivilgesellschaft wirklich produktiv aktiv werden kann. Also ob man dieses Beispiel der Bürgerenergiegenossenschaften, das vielleicht schon relativ präsent ist in den ein oder anderen Städten, auch auf ganz andere Bereiche übertragen kann und damit sagen kann, wir haben eine so große Aufgabe, die wir gemeinsam zu stemmen haben. Wie können wir also auch die Verantwortlichkeit ein Stück weit in Bürgerhände übergeben in bestimmten Bereichen, dass wir sie beteiligen und dann aber eben auch Verantwortlichkeit übergeben und damit natürlich auch mehr Verbindlichkeit schaffen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Also auch nochmal eine Frage eben nach der Einbindung der Zivilgesellschaft. Wie kann Zivilgesellschaft produktiv sich einbringen, mitwirken? Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir in den letzten Zügen und jetzt würde ich sozusagen das Panel einladen, wenn Sie möchten, eben auch auf diese Fragen Bezug zu nehmen, aber vor allem oder und vor allem nochmal so diese Frage in den Blick zu nehmen,
so zum Abschluss in dieser Runde zu schauen. So, wir haben es schon festgestellt, es kam in mehreren Beiträgen, wurde deutlich gemacht, die Zeit drängt. Ja. Die Aufgaben eben für kommunalen Klimaschutz sind sehr zahlreich. Auch das wurde immer schon wieder deutlich. Von daher vielleicht nochmal so zum Mitnehmen, ja. Und vielleicht kann da auch diese Themen von der Zivilgesellschaft auch noch mit einfließen. Aber was sind aus Ihrer Sicht die wichtigste oder was ist die wichtigste Beteiligungsaufgabe für Kommunen auf ihrem Weg zu einer Klimaneutralität, einer schnellen Klimaneutralität? Also was ist die wichtigste Beteiligungsaufgabe für Kommunen auf dem Weg zu einer schnellen Klimaneutralität? First come, first serve. Wer als erstes? Darf ich? Ja, bitte. Der größte Happen, der zu leisten ist, um klimaneutral zu werden, liegt im Bereich der privaten Haushalte und des Gewerbes, also all derer, die Kommune nicht unbedingt dirigieren, steuern oder bestimmen kann. Das soll auch gar nicht so sein. Unsere vornehmste Aufgabe ist dabei, das ist meine Erfahrung jetzt aus den letzten Projekten, ich kann es nur immer wieder sagen, wir müssen gut zuhören, was die Leute gerne möchten. Und wir müssen gucken, dass wir das, was wir hier tun sollen, nämlich eine Daseinsvorsorgeleistung bereitzustellen, darauf abstimmen können, dass ihnen das ermöglicht wird. Das kann man als Verwaltung schon ziemlich gut machen. Und dann können wir vielleicht, wenn das Vertrauen gewachsen ist zwischen Bürgern und Verwaltung, auch öfter mal erreichen, dass Bürger ihr Begehren anders adressieren unter Umständen. Und damit wäre schon viel gewonnen. Vielen herzlichen Dank, Herr Scherzinger. Ja, wer schließt sich als nächstes an? Ja. Ich kann mich ja anschließen. Ich denke, das Stichwort Zuhören ist sicher ein wichtiges. Es sollte aber nicht beim Zuhören dann eben stehen bleiben. Ich glaube, wir müssen auch mehr streiten in der Beteiligung. Ich glaube, die Aushandlungsprozesse, die wichtig sind, weil es geht auch darum, etwas abzugeben vielleicht. Es geht darum, viel zu gewinnen. Und das ist unterschiedlich verteilt. Also geht es darum, die Interessen transparent zu machen und darüber zu streiten, sich auseinanderzusetzen und genau das auch nicht als ein Problem anzusehen, sondern aus dieser Reibung, die Energie erzeugt, dann den Schritt weiterzugehen. Und das ist kein leichter Prozess, das weiß ich auch, weil das, was im Moment bei der Beteiligung, wie dort gestritten wird, ist eher oft eine destruktive Form der Auseinandersetzung. Aber ich glaube, dass konstruktive Auseinandersetzungen mit Streit und Emotionen etwas sind, was wir noch viel, viel mehr brauchen, um da einen Schritt weiter zu gehen. Soweit. Vielen Dank, Frau Bock. Ja, von Ihnen beiden, Herr Schmidt-Lamontagne. Ja, also ich glaube, auch bei vielen Dingen ist Bürgerbeteiligung gar nicht so entscheidend, um klimaneutral zu werden. Wir haben so viele Themen, gerade in der Wärmeversorgung, in der Energieversorgung, wo gar nicht so viel Leidenschaft hinterhängt. Da muss man einfach mal machen, die richtigen Investitionsentscheidungen treffen und dann ist man schon viele Schritte weiter. Aber es gibt natürlich gerade in diesen ganzen individuellen Bereichen, Mobilität, Konsum, Ernährung, unglaublich viele Vorbehalte, Leidenschaften der Diskussion, die Frage, wer nimmt wem welche Freiheit weg. Das sind ja dann immer so die Sachen, die Diskussion dominieren. Und ich glaube, also ich habe es vorhin auch schon mal im Chat geschrieben, ich glaube, man wird nicht den Letzten von der Notwendigkeit überzeugen. Man muss sozusagen auch nicht die hundertprozentigen Skeptiker alle mitnehmen. Aber in der Diskussion kommt es natürlich auch mal so ein bisschen darauf an, wer bestimmt die öffentliche Debatte und damit sozusagen auch die öffentliche Wahrnehmung über den Klimaschutz. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir streiten, diskutieren, mitnehmen, zuhören, dass wir aber vor allem auch diejenigen, die dahinter stehen, motivieren, sich auch in die Beteiligung einzubringen, weil das ist ja ganz oft das, dass die, die zufrieden sind mit dem, was passiert und das unterstützen, sich gar nicht so sehr zu Wort melden, sondern die dann kommen und schimpfen und die Leserbriefe schreiben und was da so alles ist, sind die, die unzufrieden sind, aber das ist in der Regel gar nicht die Mehrheit. Also insofern auch so ein bisschen positive Formate schaffen, um nicht immer nur schlechte Stimmung in der Öffentlichkeit zu erzeugen. Das ist, glaube ich, auch unglaublich wichtig bei Beteiligung. Vielen Dank, Herr Schmidt-Lamontagne. Ja, jetzt Frau Moschkowski auch nochmal. Was ist die wichtigste, ich nenne es jetzt mal schon Beteiligungsaufgabe, vielleicht wollen Sie es anders formulieren. Genau. Der Herr Scherzinger hat die Haushalte angesprochen. Ich möchte das auch nochmal unterstreichen. Ein privater Haushalt ist kein Unternehmen, da wird keiner für bezahlt, einfach mal
alles umzusteuern, Gelder umzuschichten und die Lebensweise zu ändern. Das ist ein komplexer Prozess. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir einfach mal bekennen, wir sind überfordert und wir sind viel zu spät. Und zwar alle. So. Das heißt, wenn wir das erstmal mal anerkennen, ist die Frage, wie gehen wir damit um? Am besten machen wir langsamer und gehen gut miteinander um. Sonst klappt das Ganze nicht. So. Ich habe jetzt noch 4 Punkte, davon sind irgendwie 2 aus dem Bonner Klimaforum. Punkt 1 ist für mich nach wie vor, wir reden über Beteiligung von einer Sache, die nicht funktioniert, wenn wir weiter die fossilen Rohstoffe subventionieren. Ne? Antonio Guterres sagte es, jede Minute 11 Millionen Dollar in die fossilen Rohstoffindustrien und der kleine Mann oder Frau an der Tankstelle hat das Nachsehen. Das geht so nicht. Wir brauchen das Klimageld, wir brauchen Rahmenbedingungen, dass wir, und das fördern ja sogar die paritätischen, ja, CO2-Steuern rauf und dann bitte umverteilen, ja, und zwar sozial gerecht. Und alles andere, da können wir uns auf den Kopf stellen, es wird nicht funktionieren. So, das ist das Erste für mich. Das Zweite ist, wir brauchen eine klare, ehrliche, verständliche Information. Die BürgerInnen müssen wissen, in welchem Projekt befinde ich mich gerade. Ja, so. Und das ist definitiv Aufgabe der Stadt. Das kann nicht Bonn im Wandel Mikroorganisation mit Makrovision machen. Das müssen Profis machen. Das muss heißen, dieses Projekt heißt Doppelpunkt, so viel haben wir noch und das muss die Stadt tun, das müssen die Bürgerinnen tun, das müssen die Unternehmen tun und das müssen die Medien tun. Also es braucht dieses integrierte Transformationskonzept, da komme ich immer wieder hin. Und dann braucht es Zeit und jetzt kommen meine Klimaforen. Die Bürgerinnen, die im Bereich Aufbruch und Kulturwandel gearbeitet haben, haben gesagt, liebe Leute, wir wissen es doch alle, alle wollen was anderes machen, keiner hat Zeit, 2 Stunden fürs Klima. Lass uns unsere Arbeitgeber bitten, dass wir 2 Stunden fürs Klima Zeit kriegen. Und meine Forderung ist noch anders, wir brauchen 3 Tage Zeit in Deutschland, einmal zu gucken, was ist eigentlich los, wo wollen wir hin und was machen wir jetzt. Also ohne Zeit, Transformation geht nicht abends zwischen 8 und 12 Uhr nachts. Ja, Transformation braucht Zeit und Geld und die hat keiner eingeplant, also müssen wir Zeit und Geld jetzt dafür schaffen. So. Das ist das Plädoyer. Und das Letzte ist, wieder mit Bezug auf meine Vorredner, das Klimaforum, die Bürgerin, was denen ganz zentral war, die haben das alles eingesehen, die haben sich viele gute Ideen gemacht, 1000 gute Ideen, was man im Stadtteil alles anders machen, aber alleine schaffen sie es nicht. Bitte, es braucht in jedem Quartier, und ich rede jetzt nicht von Stadtteilen, sondern wirklich von Fädelbar, heißt es bei uns, so kleinen, überschaubaren Einheiten, Beteiligungsmanager, nicht nur Berater, sondern Leute, die soziale Prozesse unterstützen. Dann haben wir die Zeit. Und dann letzter Idee, wir machen Klimapartys. Auch eine Idee von den Bürgerinnen. Das muss wie die Tupper-Party sein, das muss viral sein. Und dann bin ich auch motiviert, wenn mein soziales Umfeld Spaß hat, dann will ich auch Spaß haben. So, fertig. In diesem Sinne. Vielen Dank, Frau Maschkowski. Wer erfahren will, wie das funktioniert, sind Sie nachher noch in dem informellen Vernetzungsraum dabei unter Umständen. Aber ansonsten sind Sie vielleicht auch grundsätzlich erreichbar. Vielen Dank. Das war eine ganze Menge jetzt nochmal an wichtigen Punkten. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr, sehr herzlich. Mein Eindruck ist, dass es tatsächlich gelungen ist, wirklich dieses Thema Beteiligungskultur ja auch in seiner Bandbreite auch ganz gut aufzuspannen und eben diese verschiedenen Kulturen und Herausforderungen oder auch Lösungsmöglichkeiten auch wirklich sehr gut zu adressieren. Und dafür danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich, dass diese Vielfalt hier und mit Ihrer tollen Erfahrung auch da sehr stark dazu beigetragen haben. Ich danke den Teilnehmenden sehr herzlich für alle ihre Fragen, die wir jetzt nicht alle im Detail beantworten konnten, aber ich hoffe doch möglichst viele hier auch in die Diskussion einfließen lassen konnten. Jetzt übergebe ich nochmal eine Frage an die Veranstalterin und verabschiede das Panel. Sehr herzlich danke Ihnen sehr, wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei allem, gutes Gelingen und bitte nochmal kurz Judith Utz und Sabine Drews an die Kamera mit der Frage, wie geht's denn jetzt weiter? Wir haben uns jetzt nicht abgestimmt, wer anfängt. ich möchte einfach ganz kurz sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Termin, Wärmewende. Herr Schmidtler-Montin hat es schon gesagt, hier kann man vielleicht viel erreichen, ohne dass man einfach schon mal einen ganz großen Beteiligungsprozess überhaupt anschieben muss und kann trotzdem viele Treibhausgase mit
Treibhausgase einsparen. Und ich freue mich auch auf die vielen Veranstaltungen auf dem Weg dahin, zum Beispiel den Grundkurs zur kommunalen Wärmeplanung, den die Heinrich-Böll-Stiftung im November veranstaltet. Und nächste Woche gibt es für diejenigen, die jetzt hier viel gefragt haben nach einzelnen Formaten, Instrumenten zur Beteiligung, auch vom MCC, vom Mercator-Institut, wird da ein Beteiligungsformat direkt vorgestellt. Das ist am 27. September, Mercator-Institut, einfach nochmal so ein Hinweis. Und dann freue ich mich auch nochmal, die ganzen Links und Hinweise von Ihnen allen in der Link- und Literaturliste zusammenzuführen. Das wird bestimmt dann eine sehr reichhaltige Sammlung. Ja, vielen Dank auch von mir für die sehr spannende Veranstaltung und Ihre Beiträge, den Referentinnen und auch den TeilnehmerInnen und auch Frau Büttner, Hanna Büttner, einen ganz herzlichen Dank und auch an das DIFU für die tolle Kooperation. Vielen Dank und auf Wiedersehen.